denke, wir sind als Heinrich-Böll-Stiftung mit dem Thema Naturschutz, biologische Vielfalt in unserer internationalen Arbeit sehr viel unterwegs. Aber ich denke, die Tatsache, dass ich mich eher mit der internationalen Arbeit beschäftige und relativ wenig in der deutschen Naturschutzpolitik unterwegs bin, hat dazu geführt, dass trotz meiner Bewunderung für Michael Sukos Leistungen, Lebensleistung möchte ich sagen, wir uns nie persönlich begegnet sind, was ich immer sehr bedauert habe, nur zu hören, nur zu lesen, nur zu bewundern aus der Ferne. Das hat sich erst im September 2014 geändert. Dort haben wir uns endlich persönlich kennenlernen können im Rahmen einer Veranstaltung der Deutschen Umwelthilfe, wo es um nichts anderes ging als um das Thema Ökosystemdienstleistungen und ob wir Ökosystemdienstleistungen nicht nur wertschätzen, sondern auch geltlich mit Marktwert und monetär in Wert setzen sollen. Ich hatte im Rahmen dieser Veranstaltung der Deutschen Umwelthilfe einen Austausch, ein Gespräch mit Herrn Töpfer zu diesem Thema. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass im Anschluss an diese Veranstaltung Michael Suko auf mich zugegangen ist und gesagt hat, das hat mich auch sehr gefreut persönlich, dass wir doch einiges teilen, wenn es darum geht, dass wir gemeinsam Natur schätzen und wertschätzen, aber nicht unbedingt davon überzeugt sind, ob wir alles zu Geld machen müssen, was der Natur nutzen soll. Und wir sind auch, denke ich, beide im Zweifel darüber, ob wir Natur durch Monetarisierung schützen können und schützen sollten. Michael Suko schätzt und liebt die Natur und erkennt ihren spirituellen Wert. Und das ist auch mir persönlich sehr, sehr wichtig, weil auch ich gewinne durch das Göttliche in der Natur ganz viel Kraft auch für mein Leben. Und ich glaube, ich komme auch ähnlich wie Sie aus einer sehr, sehr schönen Landschaft, einer blühenden Landschaft. Ich bin aufgewachsen zwischen Freiburg und dem Kaiserstuhl und ich glaube, da bin ich zwar sehr aufgewachsen in einer Kulturlandschaft, aber auch meine Landschaft kennt noch Schwarzstörche, meine Landschaft kennt Champignonwiesen und ich habe selber und ich kann es auch erleben natürlich als Zeitzeugin, wie diese Landschaften alle verschwunden sind. Was Michael Suko umtreibt, ist eben nicht nur alleine, wie kann ich weiter dazu beitragen, Natur zu schützen, Natur wertzuschätzen, Natur zu lieben, sondern es treibt ihn eben auch um, wie Menschen in einem Ausmaß und einem Tempo Biodiversität und Natur zerstören. Und da sind wir dann auch bei dem Thema, was wir wiederum von Interesse her teilen. Michael Suko ist Biologe und Landwirt und deswegen weiß er auch so viel darüber, wie wir eben durch Landnutzungsänderungen, durch Landwirtschaft Natur zerstören, biologische Vielfalt zerstören. Als ich 2014 dann gleich im November Michael Suko und seine Stiftung in Greifswald besucht habe, haben wir uns eben genau über das Thema des Abends unterhalten. Die Landschaft meiner Kindheit war voller Leben. Und genau darum soll es ja auch heute Abend gehen. Wie können wir eigentlich die wenige Vielfalt, die wir in Deutschland noch haben, erhalten? Sie haben, Herr Suko, die sozialistische und die kapitalistische Agrarproduktion kennengelernt und sehen, wie sie bedroht, wie sie zerstört. Und das glaube ich aber, was uns allen auch gemeinsam ist, hoffentlich auch hier im Raum, wir möchten wissen, wie wir das Wenige, was wir noch haben, schützen können, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch global. Ich hoffe sehr, dass das Volksbegehren, das jetzt angestrengt wird in Brandenburg, gegen Massentierhaltung Erfolg haben wird, weil das ist für mich eine Initiative, mit der wir vielleicht wenigstens Massentierhaltung als Verursacher eben auch von Zerstörung von Böden etc. einen Unterschied machen können, Politik dazu bringen können, zu handeln, den Unsinn, der da betrieben wird, in der Massentierhaltung zu stoppen. Und da hoffe ich, werden wir heute auch drüber reden, und auch das war Thema bei meinem Besuch bei Ihnen in der Stiftung, mit welchen Initiativen von unten können wir eigentlich beispielhaft zeigen, dass Landwirtschaft anders geht, dass Landwirtschaft im Einklang mit der Natur geht. Wie sieht eigentlich eine ökologische Landwirtschaft aus, die Natur schützt, die mit Tieren anständig umgeht, sie nicht kaputt macht und misshandelt.
Und wie gesagt, über all diese Themen werden wir heute Abend mit Ihnen reden. Sie werden uns gleich einen Vortrag halten, genau darüber, was mit der Landschaft, in der Sie gelebt und aufgewachsen sind, passiert ist. Über all das und durch all das wird uns Christiane Krewe führen. Christiane Krewe ist Redakteurin bei der Zeit. Sie beschäftigt sich ebenfalls sehr viel mit biologischer Vielfalt, vor allem auch mit dem Landwirtschaftsthema, mit Energiepolitik. Und sie kennt, das kann ich schon verraten, Michael Sukow viel, viel länger als ich persönlich. Und von daher glaube ich, dass wir uns auf einen spannenden Abend freuen können, dann im Gespräch zwischen Steffi Lemke und Michael Sukow, moderiert von Christiane. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier sind. Ich sehe auch, dass Sie den Fleischatlas und den Bodenatlas schon in Händen halten. Und ich glaube, auch das ist ein großer Berührungspunkt unserer Arbeit, dass wir als Stiftung eben dafür stehen, wie können wir ökologische Landwirtschaft befördern, wie können wir vor allem die Biodiversität im Boden erhalten, wie können wir Bodenschutz betreiben. Das Jahr des Bodens geht gerade zu Ende. Was wir erreicht haben, können wir vielleicht politisch diskutieren. Auf jeden Fall freue ich mich, dass wir als Heinrich-Böll-Stiftung im Aufklärerischen unterwegs sind. Ein Anliegen, das wir teilen mit Michael Sukow und der Stiftung. Aber reden reicht nicht, tun ist wichtig. Und das ist eben auch das Wertvolle an Ihrer Stiftung und an Ihrem weltweiten Engagement. Herzlichen Dank nochmal und ich übergebe an Christiane. Danke Ihnen. Ja, einen schönen guten Abend. Wo hast du jetzt reingesprochen? Hier? Ich entschuldige mich. Bitte? Ja, ich mache es einfach so. Brauche ein bisschen Zeit. Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich begrüße Sie auch sehr herzlich. Möchte eigentlich gar nicht so viel sagen. Barbara Unmüßig hat ja ohnehin schon gesagt, worum es geht. Vielleicht noch eine ganz kleine Ergänzung zu Michael Sukow. Ich hatte in der Tat das große Glück, das ist das Schönste an dem Beruf, den ich habe, dass man immer wieder so spannende Menschen trifft. Und ich hatte das große Glück, Michael Sukow zweimal begleiten zu können. Deswegen weiß ich, dass Barbara ihn nur deshalb nicht getroffen hat, weil er auch immer in der Weltgeschichte unterwegs ist. Denn bekannt ist zwar bei uns in Deutschland vor allen Dingen seine Meisterleistung 4,5, manche rechnen auch 7%, je nachdem des früheren DDR-Gebietes unter Naturschutz gestellt zu haben. Aber er hat eben seit vielen, vielen Jahren dafür gestritten und gekämpft, dass das auch in vielen anderen Ländern passiert, von Kasachstan und Usbekistan über Äthiopien bis nach Argentinien ist er unterwegs und hilft dort häufig Regierungen, aber eben auch häufig Nichtregierungsorganisationen dabei, Biosphärenreservate zu kartieren und. Ich will das alles gar nicht erzählen, weil Michael das viel besser kann als ich. Und das ist eigentlich sowieso seine allergrößte Qualität, nämlich zu erzählen. Und das wird er jetzt gleich machen. Ganz kurz nur noch die große Freude, dass Steffi Lemke da ist und vielleicht ein paar Worte zum Ablauf. Steffi Lemke ist grüne Bundestagsabgeordnete. Sie war lange Bundesgeschäftsführerin der Grünen von 2002 bis 2013, wenn ich es recht erinnere. Sie ist auch Agrarwissenschaftlerin, sitzt im Agrarausschuss und ich finde es eine wunderbare Kombination, dass wir Michaels Geschichte und danach auch Frau Lemke mit der politischen Perspektive haben, um uns darüber zu unterhalten, wie es weitergeht mit der Landwirtschaft und mit der Kulturlandschaft. Ein sehr schönes und wichtiges Wort. Wir werden uns danach erst hier unterhalten und dann natürlich auch mit Ihnen und jetzt höre ich aber auch schon auf. Speech. Die Bühne ist dein. Ja, so ist alles gut. Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass der Raum voll ist, dass Sie heute an diesem ja eigentlich unwirtlichen Abend hierher gekommen sind. Dankeschön, liebe Barbara Unmüßig, für diese sehr herzliche Einführung. Ja, liebe Christiane, danke, dass du heute hier uns moderierst und dass Steffi Lemke auch in dieser Vorweihnachtszeit bei so vielen Ereignissen die Zeit
findet, hier dabei zu sein, mit den Abend zu gestalten. Dankeschön. Und ich freue mich, dass ich hier unter Ihnen ja eine Reihe doch von Weggefährten, von Begleitern, von Freunden finde und wünsche, dass dieser Abend lange uns allen Erinnerung bleibt. Ich habe das Thema gewählt, die Landschaft meiner Kindheit war voller Leben und meine damit, es gab in diesem ländlichen Raum damals eben Lebensfülle, die wir uns heute oft gar nicht mehr vorstellen können. Die Tiere auf dem Hof, in dem ich groß geworden bin, waren noch wirkliche Haustiere, die man kannte, die man liebte, die man dann auch schlachtete. Aber nach einem würdevollen Leben, ich erlebte den Fleiß eines Landwirtes, eines Bauern, die Freude über das Geschaffene, die Sorgen um das Wetter. Und es war eine Zeit, in der ich Verantwortung übertragen bekommen habe, eben das Hüten der Schafe. Und das prägte mich und ich hatte viel Zeit. Es gab damals noch keine Computer, Fernseher und so weiter. Und ich schrieb dann das, was ich erlebte in der Landschaft, als ich schreiben konnte, mit 12, 13 Jahren auf, in Tagebüchern. Und das ist so der Beginn. Diese Tagebücher sind viele, ein ganzer Stapel dieser Landschaft meiner Kindheit. Und darüber will ich berichten und dann aber ja die Fragen unserer Zeit, unserer Welt. Und nun fangen wir an. Ich habe, weil ich ja nun in der Böll-Stiftung heute spreche und mich sehr gefreut habe, dass die Böll-Stiftung diesen Bodenatlas herausgegeben hat und wir sind nun in den letzten Tagen dieses internationalen Jahres des Bodens und nur zur Erinnerung, um uns einzuordnen in dieser Welt voller Wunden, rund 60% der für den europäischen Konsum genutzten Flächen befinden sich außerhalb der EU. Das sind Ergebnisse, die in diesem Bodenatlas niedergeschrieben sind. Damit ist Europa, sind wir der Kontinent, der für seinen Lebensstil, seine Agrarindustrie und seinen Energiehunger am meisten Land außerhalb seiner Grenzen beansprucht. Und Deutschlands im Agrarimport basiert auf ca. 80 Millionen Hektar, das ist mehr als das Doppelte unserer Agrarfläche. Und noch eine letzte Fazit, eine Aussage, die aktuelle Situation entbehrt jeder Weltgerechtigkeit und ist ökologisch unhaltbar, unverantwortlich. Und ich komme gerade, jetzt 4 Tage bin ich hier aus Äthiopien, und wir wirken dort als Stiftung jetzt schon, meine erste Reise war 1987 noch als DDR-Bürger, Kampf gegen die Hungersnöte, Aufbau von Staatsgütern in verschiedenen Regionen und dann jetzt seit etwa 8 oder 10 Jahren Mithilfe bei der Entwicklung von Biosphärenreservaten, also dem Versuch der Versöhnung Mensch und Natur. Und jetzt gerade nach dieser Reise, das will ich und muss ich und darf ich Ihnen sagen, ich will den Begriff Stolz auf Deutschland nicht verwenden, aber ich bin beruhigt, dass ich in einem Land lebe, in dem gerade in den letzten Jahrzehnt begriffen worden ist, worum es geht. Die Wertschätzung ist sehr hoch für unser Land und die Entwicklungszusammenarbeit hat eine ganz neue Dimension erhalten inzwischen. Gerade mit der letzten Regierung, mit den beiden neuen Ministern im Umwelt- und im Entwicklungszusammenarbeitsbereich, mit den Staatssekretären. Es steht die Hilfe bei der Energiewende im Mittelpunkt. Es steht der Umgang mit dem Kapitalstock Natur im Mittelpunkt unserer Zusammenarbeit. Die Biodiversität steht ganz oben an. Nicht mehr Megaprojekte, sondern eben, wie können wir helfen, ländliche Räume zu stabilisieren,
mit eben ja, kleinen Schritten, die nachvollziehbar sind. Und darüber würde ich am liebsten sprechen, aber das ist ein anderes Thema. Ja, das nächste Mal. Gut, also das ist so ein wenig ja, die Situation in ja, der Welt und auch das, was wir der Welt antun. Und deshalb EU und Deutschland müssen ihre Agrarpolitik umsteuern. Und darüber will ich nun bezogen auf Deutschland sprechen. Und Quelle Bodenatlas 2015, herausgegeben von der Böll-Stiftung. Das Institut von Klaus Töpfer hat maßgeblich mitgearbeitet und andere. Also eine Schrift, die weit über dieses Deutschland hinausführt und sehr, sehr wesentlich ist. Danke. So, dann geht's weiter. Ich will, bevor ich dann in das eigentliche Thema meine Sichten am Ende eines doch ziemlich langen Lebens, ich bin jetzt, werde im nächsten Jahr 75, und da habe ich viel Zeit nachzudenken gehabt, habe viel gesehen und hier ein paar Thesen, die ich jetzt mal aufgeschrieben habe. Ja, die Biosphäre ist mehr als unsere Umwelt. Es ist die dünne Haut dieser Erde, die sich einmalig um eben diese Erde schlingt. Und diese Biosphäre, diese uns umgebende Natur, da ist wichtig, dass alles mit allem zusammenhängt. Und dieses Zusammenwirken ist das Geheimnis ihres Erfolges, ihrer fortwährenden Entfaltung. Das ist für mich so eine der wesentlichen Grunderkenntnisse. Und da denke ich, sollten wir alle unsere Lehrmeinung in den Schulen gelehrt, dieser falsch verstandene Darwinismus, der eben aussagt, die treibende Kraft der Evolution ist eben dieses Konkurrenzverhalten, dieses der Schnellere, der Stärkere, der Fittere setzt sich durch. Nein, das ist die halbe Wahrheit. Die Ökosysteme basieren auf dem Zusammenspiel, auf dem Zusammenwirken. Und unser Leib, unser Körper ist ja auch ein Ökosystem. Und wir wissen, Gesundheit gibt es nur, wenn alle Teile in unserem Körper zusammenspielen und nicht gegeneinander und nicht der Logik eines Verdrängungswettbewerbes folgen, in der eben ja, Kampf angesagt ist. Und diese Botschaft ist mir wichtig. Und dann noch ein wenig zu den Prinzipien, zu diesem ja, Programm der Natur. Es war, als die Assimilation der Pflanzen durch die Evolution ja, entwickelt wurde, vor 3,5 Milliarden Jahren etwa, da wurde Biomasse produziert. Eben die Sonne liefert ja die Energie und es entstand organische Substanz. Und das Endprodukt dieser organischen Substanz auf der Erdoberfläche, wir wollen jetzt nur die Landökosysteme sehen, wird dann zersetzt durch all die vielen kleinen Organismen, Bakterien, Regenwürmer und so weiter, also diese Zersetzer, Destruenten. Und dieses Zersetzen der organischen Substanz bringt nun eine unvorhergesehene, immer größer werdende Optimierung dieser Ökosysteme, eben die Fruchtbarkeit, eben diesen Humus, der ständig weiter, dicker, fruchtbarer wird. Und das ist eine evolutionäre Optimierung, habe ich hier aufgeschrieben, der Landökosysteme. In den Meeren ist Ähnliches, aber etwas anders funktionieren. So, und das ist ganz entscheidend, also der Humus. Der Humus steht im Mittelpunkt. Und dieser Humus bedingt eben dieses immer größere, ja, diese Lebensfülle, die hätte lange noch weitergehen können, dieses Wachstum, wenn wir dann nicht ja, in relativ kurzer Zeit meinten, die Herrschaft über die Natur übernehmen zu müssen. Und dann ist noch eine letzte Botschaft wichtig. Es sind eigentlich zwei Gegenspieler, die aber ungeheuer miteinander
zusammenwirken und dass diese Evolution ermöglichten. Das eine, darüber haben wir gesprochen, dieses Recycling, dieses Humus bilden. Und das andere ist, der Überschuss wird, der dann noch da bleibt an organisch gebildeter Substanz durch eben die Sonnenenergie und die Pflanzen, das wird aus dem Kreislauf herausgesondert, festgelegt. Und wir nennen das Fossilisierung und das ist Erdöl, Erdgas in den Meeren und eben die Kohle in Landflächen, vor allen Dingen durch die Moore gebildet. So, und diese beiden Prozesse bedingten, dass dieses, wie es so schön heißt, das Projekt Natur ist bisher nicht pleite gegangen in seiner langen Geschichte. Und es hätte und könnte noch sehr lange weitergehen, weil eben diese beiden Dinge eben hier so wunderbar sich mit der Evolution entwickelt haben. Und nun ein wenig Mensch und Natur. Wir haben alle gelernt, der Mensch entwickelte sich aus dieser Stufe der Sammler und Jäger durch das Erfinden des Ackerbaus und der Viehzucht heraus. Und das ist mir jetzt wichtig, anfangs war es eine wunderbare Koevolution. Mit dem Ackerbau entstanden Wildkräuter, neue Arten. Mit der Tierzucht entstanden neue Arten, Haustiere. Und dieses Zusammenwirken ergab eben weitere Biodiversität, ergab neue Ökosysteme. Und es war eigentlich alles sehr schön eingerichtet, es hätte weitergehen können. Aber dann, die Menschheit vermehrte sich, die Abschöpfung der Primärproduktion wurde immer größer und wenn wir jetzt Mitteleuropa betrachten, war dann so im Mittelalter ein Punkt erreicht, wo die Nutzung oder Vernutzung der Ökosysteme hier bei uns begann, in anderen Kulturen schon früher, aber bleiben wir mal hier, Pest und Cholera, Hungersnöte, degradierte Böden. Das war das, was dann die große Krise im Mittelalter und dann vor allen Dingen 30-jähriger Krieg Kulmination brachte. So, und dann auf einmal eine ungewöhnliche Hoffnung. Es wurde in England begonnen, fossilisierte Kohlenstoffmasse, Kohle auszugraben, in den Kreislauf zu bringen und es war ein großer Erfolg, wir überlisten die Natur, das, was die Natur nicht vorgesehen hatte, es hatte ja entsorgt, festgelegt, aus dem Kreislauf gebracht, wir haben das durchstoßen, wir brachten jetzt eine industrielle Revolution in Gang und es schien grenzenlos, was möglich ist. Dann Liebig, der erkannte, was Stickstoff und Phosphor leistet, dann Haber-Bosch, das Verfahren, Stickstoff in der Atmosphäre reichlich vorhanden, aber Pflanzen unwirksam, eben zu synthetisieren, die künstlichen Dünger. Und das erbrachte zunächst eine enorme Produktionssteigerung der überforderten, der ausgemergelten Böden. Und damit begann nun ein fundamentaler Eingriff in Ökosysteme, Verlust der Funktionstüchtigkeit und nun nach kurzer Zeit, nach 200, 300 Jahren, merken wir auf einmal dieses, der Versuch, die Natur zu überlisten, schlauer zu sein, ist irgendwie nicht zukunftsfähig. Das Projekt Natur wird weitergehen, aber das Projekt Mensch, und das ist die große Frage, ist das zukunftsfähig, hat das eine Chance? Und da, glaube ich, fangen wir jetzt gerade, letzten 20, 30 Jahre an, nachzudenken, wollen wir Herrscher sein oder begreifen wir uns als Teil dieses so wunderbar ökologisch gebauten Hauses Erde?
Und da stehen wir jetzt und ich erlebe bei insbesondere vielen Jungen, freue mich auch, dass hier doch einige der Jungen, der Nachkommenden da sind, ein Hinterfragen, was ist Fortschritt? Wie weit kann sich der Mensch von der Natur entfernen? Und in diesem Prozess habe ich gerade durch das Tätigsein in Ländern der armen Welt, wie wir sie lange bezeichneten, viel, viel an Mut, an Hoffnung gewonnen. Die Vernetzung, die Globalisierung hat in diesem Bereich eben doch zu sehr viel Schüben geführt, die wichtig sind. Also fangen wir hier nochmal zu dieser Folie zurückkehrend. Das Ergebnis dieser Phasen, die ich kurz darstellte, war aus einer fruchtbaren, nutzbaren Landschaft ist in großen Teilen ja eine Problemlandschaft geworden. Wir begreifen, dass jede Ökosystemreduzierung ihren Preis hat. Die Stabilisierung kostet uns ungeheure Energiemengen, sei es eben die künstlichen Dünger, sei es die scheinbar notwendigen Pflanzenschutzmittel. Und enorme Energie wird immer größer, wird aufgebracht. Und wir begreifen, dass ein Teil unserer Erde in den ariden Räumen inzwischen in menschlichen Zeiträumen gemessen irreversibel durch uns zerstörte Ökosysteme hat. Wir stellen uns also für mich die große Frage, dieses Holozän, diese Nacheiszeit, diese 10.000, 12.000 Jahre der Menschheitsentwicklung, war das ein großer interglazialer Irrtum oder schaffen wir es doch noch einen Platz auf dieser Welt zu haben? So, das war ein wenig Philosophie, mein Denken, und jetzt will ich aber mein Leben kurz in diesen 5 Zeitabschnitten Ihnen vorführen und das dann auch behandeln. Also groß geworden auf einem bäuerlichen Hof. Damals, nach dem Krieg, die Schrecken des Krieges habe ich nicht bewusst erlebt. 1946 siedelten wir hier in Ostbrandenburg, kamen zurück von der Flucht Schleswig-Holstein. Und das war eben meine Kindheitslandschaft, die mich prägte. Dazu dann einige Bilder. Dann war ich Teil, ich habe es hier genannt, eingebunden in das Experiment des real existierenden Sozialismus. 1960 machte ich Abitur, dann Biologiestudium in Greifswald, dann Assistent, sollte promovieren, war von der Wissenschaft begeistert, dann der Prager Frühling, die Verwerfung, ich hatte nicht unterschrieben, 4 Jahre Bewährung in der sozialistischen Praxis als Meliorationsstandorterkunder, schwer arbeiteten mit dem Holzhammer, Flächen homogenisierend für die Agrarindustrie. Und es war hart, aber ich habe erlebt, was der Mensch antun kann in seinem Größenwahn der Natur, diese Vergewaltigung von Landschaften. Und das hat mich tief betroffen gemacht. Und dann Zeit der Wende, Zeit des Handelns, du hast es gerade schön gesagt, wir haben versucht, unser Bestes zu geben. Ich freue mich, Hannes, dass du hier bist, denn ohne dieses Zusammenspiel von Freunden, die nicht nach Positionen gierten, sondern die sahen, hier ist ein Zeitfenster, was wir nutzen müssen, und wir haben es gut genutzt. So, dann, und ich habe es überschrieben, eine naturfeindliche Agrarproduktion überzieht unser Land. Wir hatten damals in der Wendezeit eine kurze Phase, wo wir an ein ökologisches Himmelreich glaubten. Wir meinten, der Kapitalismus wird noch ein bisschen hinaus, wird nicht ganz so schnell uns ergreifen. Und diese Phase, da wollten wir eine ökologische Republik aufbauen. Biedenkopf, wir hatten Begegnungen und wir haben uns ausgetauscht. Es war so viel Zuspruch, aber das war alles dann Illusion. Und als ich dann meine ersten Reisen, guten Tag Stefan, ja, als wir dann unsere ersten Reisen in den Westen machen durften, erlebte ich, dass es im Kapitalismus noch wesentlich effizienter, wesentlich intensiver eben diese
Nutzung der Landschaft passierte. Und das war natürlich dann ein Schock. Und diese ja, in der DDR erlebte Produktionslandschaft, der Beginn, wurde dann noch weit übertroffen durch das, was ich jetzt erlebe, also eine Agrarindustrie, die angetreten ist, ja, uns Wohlstand und Reichtum zu geben, aber eigentlich eine Zerstörung. Und darüber will ich dann sprechen und dann aber zum Schluss suchen nach Alternativen. Und es gibt Alternativen. Wir müssen nicht so weitermachen und ich möchte Sie ja nicht in Traurigkeit, sondern in Hoffnung überlassen, entlassen. Und deshalb ökologisch sensible Standorte, was können wir tun, wenigstens dort anfangen. Das ist so meine wichtige Botschaft, darüber hatten wir in Greifswald gesprochen, die Greifswalder Agrarinitiative, es geht los, wir fangen an. So, nun Bilder, die den Jüngeren vielleicht wie ein Gemälde erscheinen. Ja, das habe ich erlebt. Das war die Landschaft meiner Kindheit. Und ihr seht den großen See, der Hanekopper See, mit großen Schilfsäumen. Ja, ihr seht diese im Wasser, diese grünen Bereiche. Das war eines meiner ersten Bilder, Dias. Ihr seht dann eben die Mandelreihen auf dem Feld und als Kind hatte man natürlich die leichteste Arbeit und das war das Packen auf dem Leiterwagen. Ja, die Männer hatten zu starken die Garben aus, ja, und wir hatten dann das zu packen und es durfte nicht wegrutschen. Und ja, das war die Landschaft meiner Kindheit und ich habe hier noch ein paar Bilder. Die Großtrappe, meine Enkelkinder haben die nicht mehr gesehen. Die starb dann aus und auf den Feldern auch meines Vaters waren eben kleine Trappenherden. Und meine Mutter war als junge Frau in Südafrika und sie erzählte immer von den Straußen. Und als ich die Vögel dann sah, dachte ich, das seien Strauße. Und dann nachher, ja, und die balzten im Frühling weiße Bälle in der Feldflur. Und ich dachte, das würde immer so bleiben. Die Trappen. Und hier habe ich mal, Sie sehen, es geht 1954 los, meine Eintragungen. Blau ist immer der winterliche Gesamtbestand auf den Feldern um meinem Heimatdorf. Und dann rot, das sind unten die balzenden Hähne im April, im Mai. Und ihr seht, es ist sogar ein Wachstum hat stattgefunden in den 1968, 69, 70, Höhepunkt sogar 74. Und dann, die Trappen wären 30 Jahre alt. Und dann auf einmal ging es ganz schnell bergab. Und die neue Gesellschaft, den Kapitalismus, den haben die Trappen schon nicht mehr erlebt. Sie sehen, 87 hatte ich noch ein Weibchen, was dort auf dem Acker umherirrte. Und ja, das sind nun diese ja, Veränderungen. Und heute mit großem Aufwand ist noch ein wenig Trappenbestand künstlich stabilisiert im Havel-Rienluch zu finden. So, ich habe mal hier die verschwundenen Brutvogelarten um mein Heimatdorf. Im Radius etwa 5 Kilometer, da hüte ich mit den Schafen, habe immer alles aufgeschrieben, wo brütete der Steinkauz, die Schleiereule in Wölscher Scheune. Und da habe ich mal hier so 20, 21 Arten aufgeführt. Der Steinkauz, der ja Regenwürmer fraß, war allgegenwärtig in diesem Raum etwa 15 Paare und die letzten dann in den 60er Jahren. Da wurde DDT gespritzt und das vernichtete die Regenwürmer und der Steinkauz hatte keine Nahrung. Die Schleiereule, heute ausgestorben, in den 50er Jahren in jeder großen Scheune. Das Getreide wurde ja im Herbst im Tass abgelagert und dann im Februar gedroschen. Und die Scheunen waren voller Mäuse. Und die Schleiereule hatte Nahrung. Und sie schnarchten nachts in der Scheune. Das Rebhuhn,
wenn ich über die Felder ging oder beim Schafehüten in diesen Brombeergestrüppen, überall waren Rebhühner. Ich habe hier 15 bis 20 Paare gefunden, 20 Eier zum Teil, in den 80er Jahren dann die letzten und nicht wiederkehrend. Der Turmfalk, der Kleinspecht, die Großtrappe hatten wir, der Baumfalk, der Brachpieper, Wiesenpieper. Sie sehen in den 90er Jahren auch diese Arten vorbei. Der Trauerschnäpper, ein insektenfressender, ja, bis zu 20 Paare, nichts mehr. Und was mich besonders betroffen hat, der Steinschmelzer in jedem Steinhaufen am Ackerrand. Es war Kampfgebiet damals 45, die großen Geschosshülsen der Artillerie lagen dort an den Wegrändern und dort brüteten die Steinschmelzer in diesen Röhren. Und alles vorbei, kein Steinschmetzer ist mehr zu sehen. Der Storch, die Turteltaube, auch so eine Art, die ich liebte, diese kleine zierliche Taube, noch nach 2000 einzelne in der Landschaft. Die Haubenlerchen auf unserem Hof, 2, 3 Paare, die dort auf diesen Offenflächen brüteten. Heute brüten sie in Städten auf Dächern mit Dachbegrünung. Ganz wenige. In Greifswald haben wir 2 Paare und die Ornis sind glücklich. So, dann Kiebitz. Ich darf jetzt nicht zu lange reden. Und der Wiederhopf, den ich besonders liebte. Nichts mehr da, 2008 das letzte Paar. So, das ist etwas, ich denke, weil es authentisch, weil es aufgeschrieben ist. Ich erzähle keine Märchen. Man könnte meinen, es wäre Märchen. So, dann die winterlichen Vogelansammlungen. Ihr seht hier, was habe ich auf diesen Feldern um dieses Dorf gesehen. Gehen wir mal an den 13.12.59. Heute ist der 15.12. Ein Schwarm von etwa 1000 Finkenvögeln, Grau, Gold, Rohrammern, Buch- und Bergfinken, Bluthämpflinge, Berghämpflinge, Birkenzeise, Feldsperlinge, die dort auf diesen Feldern, es gab ja noch keine Herbizide, viele Acker und Kräuter, die dort ihre Nahrung fanden. Und Sie sehen, das ist alles nicht mehr vorstellbar. Ich gehe über die Felder und es ist vielleicht noch mal ein kleiner Feldlerchenschwarm. Nun als letztes die Greifvögel, die Prädatoren, so die obersten Glieder der Nahrungskette. Und das sind auch Dinge, die heute man sich nicht vorstellen kann. In diesem Raum um mein Dorf 41 bis 56 Brutpaare von Greifvögeln. Sie sehen die Vielzahl 8 bis 12, hier diese 9 Arten, heute noch 8 bis 12. Die Rohrweihe praktisch nur noch 2, 3 Paare. Der Mäusebus hat eigentlich an jedem großen Lindenallee vorkommen. Die Milane, Wespenbus hat so. Und dann die Wintergäste, die ja die vielen Kleinvögel und die reichlich vorhandenen Mäuse ja verzehrten. Raufußbus hat 5 bis 10, Kornweihen, Merlinfalken und jetzt 0 bis 4 Mal, also gewaltige Veränderungen. So, das war der alte Lindenweg. Das war die Ortsverbindungsstraße zum Nachbardorf Frankenfelde, an dem ich Schafe hütete. Und da brütete die Waldohreule, der Steinkauz natürlich, die Gartenammer, läutete den Frühling ein, im Mai, Anfang Mai, wenn sie zurückkam. So, das war der alte Lindenweg, den ich ja hunderte Male mit der Herde zog. Und jetzt schauen wir an, 2011 asphaltiert. Früher gab es dort Heckenrosen, jetzt ist es der Holunder, Eutrophierung, die Windräder im Hintergrund und das ist für mich ein Verlust der Heimat. Und das ist bitter. Sie sehen das Dorf Lüdersdorf, unser Hof war dort an der linken Ecke, dann die alte Lindenallee, die gibt es noch, die durfte nicht abgeschlagen werden. Ich hatte damals als Student sie zum Naturdenkmal erklären können. Hannes, du hast alte Eichen auf Rügen geschützt und ich hatte diese Allee ja zum Naturdenkmal erklärt. So, und ihr seht jetzt, es ist nur noch ein großer Acker, das ist 1982, leider steht es nicht hier, ja, und da, das war das Trappengebiet und Sie sehen schon
die Heterogenität der Bodendecke. Die Kuppen brauen der Unterboden an der Oberfläche, die Senken mit Kolluvium gefüllt, dort keimten noch hier der Raps in diesem Fall. Das war also eine naturfeindliche Agrarproduktion, so möchte ich das zusammenfassend nennen, überzieht das Land. Sehr schlimm die Komplexmelioration, da ist das K weg, der Randowelseniederung. Das war, als ich verbannt war, dann in der sozialistischen Produktion, bei der eben industriemäßigen Vorbereitung der Acker- und Grünlandböden für die Agrarproduktion. Tiefe Entwässerung, die Moore, das war hier der Welsefluss, ein Mäander auf den Wiesen, die hier umgebrochen sind. Ihr seht zwei Traktoren dort im Dunst hoch erhoben auf Gummireifen über die Fläche, die Flächen umbrechen. Das waren Wiesen, in denen die Bekassinen, die Brachvögel, die Wiesenweihen brüteten. Und dann die Moore mussten ausbluten. Ihr seht, die großen Bagger senkten das Grundwasser 2 Meter ab, um die großen Maschinen zu tragen. So, das war eine bittere Zeit, ja, ein verzweifeltes. Ich habe fotografiert, aber es ging ja dann weiter. Das ist ein Bild jetzt 1992. Und wer Landwirtschaft, Steffi, du hast Landwirtschaft studiert, du weißt, wer Albrecht Daniel von Theer war, der große Reformer, der die Humuswirtschaft in Deutschland eingeführt hatte. Und er wurde dann Professor in Berlin an der Humboldt und er baute eine Akademie in dem Dorf Möglin, wo er sein Gut hatte, auf. Und hier ist diese, das ist ein Nachbardorf, und hier in diesem Möglin hat nun eine holländische KKG inzwischen 3 Dörfer sich angeeignet. Und sie haben nur noch einen Inhalt, Gier nach Geld über Mais. Und das sind eben diese devastierten, und zum Hohn heißt diese Agrar-KKG oder Genossenschaft, hat den Namen Albrecht von Theer. Die Perversion unserer Zeit. Und Sie sehen die ausgelaugten Böden. Der Mais, eine subtropisch-tropische Pflanze, erfriert, wenn der Frost kommt, hat nur 5 Monate Zeit. Und in diesen 5 Monaten muss er 3 Meter hoch werden. Dass das die Böden ruiniert und dann der kahle, nackte Boden, das ist etwas, was ich mir nicht hätte vorstellen können, dass das Tausende von Hektar einnimmt. Und Sie sehen im Hintergrund die neuen Gebäude und wenige werden reich und die Dörfer sind eigentlich gebrochen. Braune Schatten. Die jungen Leute sind weggezogen, Arbeitsplatzlandschaft ist verloren, Sie kennen das. Und das sind hier die Biogasanlagen und Mais, 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 alles aktuelle Bilder, Nachbardorf Schulzendorf. Und das Bild wollte ich Ihnen auch zeigen. Das war eine kleine Wiese in den Äckern, es waren ja viele Äcker, es waren ja Bauerndörfer, die Güter waren aufgesiedelt worden in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und diese kleine Wiese, ich nannte sie Frühlingswiese, da wuchsen nämlich 3 Orchideen und da kam Quellwasser, was man trinken konnte, ganz selbstverständlich. Und heute Maisäcker und ihr seht ein hochbelastetes Wasser mit Giftstoffen, mit Schadstoffen, mit Nährstoffen. Und ja, und das in einem Land, einer Demokratie, mit Wassergesetzen, mit Hygiene- und Kontrollinstitutionen. Und das passiert und wird als normal und ordnungsgemäße Landwirtschaft angesehen. Und da denkt man, es muss schon wieder irgendwie eine Reformation, vielleicht eine Revolution stattfinden. Hier seht ihr ein Bild, auch wieder mein Lüdersdorf 2014. Das ist noch die alte Schweinemastanlage, die immer noch produziert. Und ihr seht aber heute diese Nährstoffdeponie in der Landschaft. Ihr seht diese Fläche darum, es wächst eben noch der Holunder, der früher an der Jauchegrube wuchs und der eben enorme Stickstoffmengen erträgt. Das hier war eine kleine Wiese auch.
Und da wachsen jetzt Arctium, also die große Klette, Schilf in monströsen Exemplaren. Das war eine Feuchtwiese mit Kuckuckslichtnelke. Und da hatte ich mal eine Doppelschnepfe auf dem Durchzug erlebt. Es war die erste in Brandenburg. Ich denke so etwa 1957. Blau-grün, das ist praktisch dieses Bild einer eutrophierten, hocheutrophierten Landschaft. Ein kleines Wäldchen Robinien in der Ackerlandschaft. Und dieses Robinienwäldchen ertrinkt nun in diesen Düngermengen. Ihr seht 2-3 Meter hohe, hochpolytrophe Gewächse, die eben Brennnessel, Klebkraut, die hier alles andere erdrücken. Ausdruck unbeherrschter Stoffflüsse. Und es wird jedes Jahr, jeden Tag mehr, was die Landschaft belastet. Und das ein Biotop, wo eben ja nichts entzogen wird. Es bleibt ja alles drin. Aber inzwischen hat sich hier eben die Amsel angesiedelt, die gab es vorher nicht. Und auch das Rotkehlchen. Also die Natur findet immer wieder. Ja, und nun, das soll das letzte Bild sein, was mich eben besonders erschütterte. Das sind eben Trockenhügel, Sandhügel. Sie sehen es in dieser Rande von Lüttersdorf. Und da gab es eben das Braunkehlchen, den Brachpieper, den Steinschmätzer, die Heidelerche. Und jetzt hat diese holländische Gruppe nun auch diesen Hügel umgebrochen oder in Teilen und normalerweise unfruchtbar, Grenzertragsstandorten, auch im Sozialismus nicht angetastet. Aber hier, er hat ja die Gülle, er hat die Gärreste und der Mais wächst dort und ruiniert die Landschaft. Und dort die kleine Quelle, die ich zeigte mit der Wiese, die liegt am Ende dieser Landschaft. So, jetzt genug der Bilder, der grausigen Bilder, aber es ist nicht irgendwo in der Welt, es ist Deutschland, es ist unsere gewesene Kulturlandschaft und das, glaube ich, müssen wir, das dürfen wir nicht weiter dulden, denn wir sind alle reich genug, es wird genug erzeugt. Ich will jetzt nicht die dritte Weltproblematik, wir zerstören mit unserer Überproduktion, eben warum muss nun Deutschland Schweinefleisch und der Hauptexporteur von Schwein nach China sein? Warum müssen wir hochbelasteten Honig aus China importieren? Das sind Perversionen unserer Zeit. So, jetzt kommen wir zu dem, wo ist anzusetzen? Und da ist jetzt bei uns in der Stiftung seit so einem Jahr der Gedanke geboren, wenigstens in den ökologisch sensiblen Naturräumen, diesen Grenzertragsstandorten, die bislang mehr oder weniger geschont worden sind, wo wir Landschaftsschutzgebiete geschaffen haben, wo der Tourismus eben Natur erlebt, hier diese naturfeindliche Agrarproduktion auszuschließen. Und ich habe mal hier 7 Standorte zusammengestellt. Es sind die Vorgebirgslagen in unseren Mittelgebirgsrändern, die dünnen Muschelkalkböden, die Buntsandsteinböden, die Schwäbische Alb. Und dort Mais anzubauen, das Grundwasser zu belasten, die Erosion zu forcieren, den Humus zu vernichten, ist nicht zulässig, darf nicht zulässig sein. Die Endmoränen hier im Tiefland, kuppige Böden, stark wechselnd, Lehm mal Sand, voller Steine und überall die kleinen Sölle, die kleinen Moore darin. In diesen Landschaften darf kein Dauermais, darf keine Agrarindustrie als zugelassen werden. Dann die Auen. Sie kennen die Flussauen, die früher die großen Entsorgungspufferökosysteme waren. Alles das, was von den Äckern kam, wurde dort gefiltert, entsorgt. So, und die haben wir nun auch intensiviert. Die Niedermoorstandorte, darüber will ich nachher noch ein bisschen, weil das so der Schwerpunkt meiner Forschung in der Zeit, als ich noch Wissenschaft machte, war. Die großen Küstenniederungen, die Anlandungsküsten, die mitwachsen
wenn wir sie nicht eindeichen und Sedimentfänger sind, ganz wichtige ökologische Funktionen, dann die armen Sandstandorte, die Sander, wo ja alles versickert, wir haben es eben gesehen, alles kommt irgendwo an, nichts geht verloren. Da darf ich nicht mit einer Agrarindustrie-Denkweise nutzen. Die grundwassergeprägten Talsande hier eben, ja, das ist so die Botschaft, aber es gibt Alternativen. Es gibt Möglichkeiten, es anders zu machen. Und da ist das Konzept der wilden Weiden, also extensive Weidesysteme mit großen Tieren, ich zeige nachher noch gleich Bilder, dann periodische Überflutungen zulassen in den Auen, Paludikultur, das wird alles noch ausgeführt, dann abgetorfte Hochmoore, dort kann man Torfmoos züchten und muss nicht wieder neue Moore in Estland oder Russland ruinieren. Wiederbewaldung, lassen wir doch der Sukzession freien Lauf. Die Natur findet schon die besten Arten. Ich muss nicht alles nutzen. Und dafür müssen für diese Nutzungsformen ordnungspolitische, förderrechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, um diese ökologisch sensiblen Standorte zu sichern. Also hier ein paar Bilder der Hoffnung. Das ist Ökodorf Brodowin, eines damals in der Wendezeit geschaffenen großen Biosphärenreservates. Sie sehen eine Endmoränenlandschaft und hier darf die Mohn und die Kornblume der Mohn blühen. Die Touristen sind glücklich. Die Wachteln sind wiedergekehrt, die Feldlerche singt im Frühling am Himmel und das ist doch auf einmal wieder ein Bild. Heimat und Menschen haben Arbeit, es wird etwas Gutes produziert. Warum kann das nicht das Leitbild sein beim Umgang mit unserer Kulturlandschaft? Das ist eine Kultur der Landschaftsnutzung. Ja, oder ein anderes schönes Bild hier aus der Märkischen Schweiz, vielleicht waren Sie da eben, wilde Weiden. Sie sehen Schafe, Sie sehen Ziegen, Sie sehen Pferde und Orchideenwiesen. Und das ist ein Bild 2010, Landschaftsschutzgebiet, ein Naturpark mit einer tüchtigen Leitung, mit Rangern und die Berliner, wenn Sie hinkommen, da sehen Sie Menschen, die glücklich schauen. Wenn man in die Gesichter schaut, fröhliche Menschen. Wenn ich durch Berlin irre, dann sehe ich eigentlich ja traurige, verbissene, wenig fröhliche. Ja, und hier, das ist so mein großer Freund Hans Blei, ein Investor. Er kam aus Niedersachsen. Der Hof seines Vaters war zu klein und Hans Blei kaufte große Flächen, 2.500 Hektar, jetzt wird es bald noch mehr, ein Truppenübungsplatz kommt dazu. Und der Heinz Blei hatte ein Konzept. Er sagte, ich brauche keine Pflüge, ich brauche keine Mähmaschinen, ich will Tiere weiden lassen. Und dieses Dorf Krawinkel hat er nun ja die Flächen erworben. Es hat das Dorf insgesamt 70 Beschäftigte auf diesen Flächen, einschließlich eben Tourismus, Kutschfahrten, Restaurant, Übernachtungsmöglichkeiten. Und Höhepunkt ist die Zeit der Rosenblüte, denn er lässt die Hecken wachsen. Und die Tiere weiden, Pferde, Rinder, Schafe, also Haustiere, keine Wildtiere. Und es ist so spannend, dass nun der Thüringische Bauernverband Klage gegen Herrn Blei erhoben hat, denn der Herr Blei lässt die Landschaft verwahrlosen, so der offizielle Begriff, und deshalb darf er keine Transferzahlung aus der EU erhalten, denn er ist ja ein Bösewicht, er macht ja was, was eigentlich nicht sein darf, hier muss der Mais wachsen. So, das ist Blei. So, jetzt ein wenig noch Zusammenfassung, alternative Nutzungsformen. Ich habe es mal an Beispiel der Wettlandstandorte zusammengefasst, weil, habe ich noch Zeit oder kann ich es noch schnell erzählen? Oder ja, gut, also der Vizevojevode aus Tschetschen kam jetzt vor drei Wochen nach Schwedt zum Nationalpark. Die Weltbank hat viele Millionen gegeben den Polen, um eben Hochwasserschutz
natürlich nachhaltig, so heißt heute alles, dort zu verwirklichen. Und Sie haben sich eben ausgedacht, das untere Odertal, 1945 mehr oder weniger devastiert, die Bauwerke mehr oder weniger ruiniert, also gesprengt von den Nazis. Und dort hat sich so etwa eine Fläche von 10.000 Hektar revitalisiert. Und wir staunen, was da alles an Vögeln ist und so weiter. Und nun, ja, die Argumente, ja, der Meeresspiegel steigt und wir müssen die Deiche wieder bauen. Und als Zugeständnis, ihr Deutschen habt damals Schöpfwerke errichtet, die könnten wir wieder herstellen. Und das wären dann Kulturdenkmale, also schlau gedacht, um uns mit einzufangen. So, und dann war nun, was kann man da machen? Und ich denke, Sie können nutzen, wir wollen auch nicht in Polen was vorschreiben, aber dann eben Abschöpfen der Biomasse, Massebewirtschaftung, Paludikultur, Großsägenriede, Schilf, Energie, Rohstoffgewinnung, dann eben hochproduktive Mähnutzung. Ich zeige Bilder, Wasserbüffel mit wertvollem Fleisch, Naturtourismus, Birdwatching, Angeln. All das schafft Arbeitsplätze und erhält die Funktionstüchtigkeit der Landschaft. Und da nun hier mal gerade zu diesem Auftritt oder zu dieser Begegnung, mit diesem Erhalt der sich ohne uns wieder regenerierenden Natur, nachdem sich der Mensch zurückzog, es ist der größte Retentionsraum vor Stettin. Wenn Hochwasser kommt, kann es überfluten. Nicht zu bezahlen. Es ist Flächenfilter. Alles fließt in die Ostsee. Ihr kennt die Situation der Ostsee. Und hier, wir haben mal ausgerechnet, was hier an Investitionen notwendig wären, um diesen Flächenfilter durch Reinigungsbauwerke zu sichern. Dann torfspeichernde Moorökosysteme. Hier bildet sich Torf. Dann Klimaregler. Feuchtgebiete verdunsten. Es ist ja Wasser da. Verdunstung, haben wir alle in der Schule gelernt, gibt Kühlung. Wo etwas gekühlt wird, entstehen über der Landschaft Wolken. So funktioniert der tropische Regenwald. Und diese Feuchtgebiete werden immer wichtiger in der sich erhitzenden subkontinentalen ostbrandenburgischen Landschaft und Lebensraum für viele Wettlandarten. Das sind die Argumente, und da kommen wir zu ökologischen Leistungen, die ja in diesem Falle sicher in Wert zu setzen sind. Das war etwas Wissenschaft. Sie sehen einen grün schraffierten Bereich. Und das ist der Bereich, wo das Treibhausgaspotenzial ganz gering ist. Und das bedeutet Wasserstand im Flur oder darunter maximal im Sommer 20 Zentimeter. Das ist das Optimum. Hier ist 15 Tonnen pro Hektar CO2-Emission die Leistung. Und wir haben in Mecklenburg jetzt Bilanzen. Durch die Entwässerung der Moore sind etwa 300.000 Hektar. Es werden ein Drittel der CO2-Emissionen hervorgerufen. Also so sind die Größenordnungen, aber jetzt keine Wissenschaft. Ja, Ackerbau, konventionelle Grünlandnutzung, Sie sehen praktisch eben Grundwasserstand ein Meter Tiefe, 80 Zentimeter, dort eben die Treibhausgasemissionen links abgetragen und dann der Bereich. Also nasse Bewirtschaftung. Es gibt Alternativen, und wir haben gerade in Greifswald auch jetzt in unserem neuen Moorkompetenzzentrum sehr gute Ergebnisse in Weißrussland, wo große Areale wieder vernässt werden, und Energie ist dort knapp. Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser werden mit dieser Biomasse aus diesen Paludikulturen beliefert. Extensive Beweidung reicht auch nicht aus. Naturschutzgerechte Grünlandnutzung auch nicht richtig, aber Rohrglanzgras, Erlenanbau und der Schilfanbau, das sind also die Ökosysteme. Ich kann sie nutzen, ich darf sie nutzen, sie bilden Torf, sie binden CO2, nasse Bewirtschaftung der Moore ist angesagt. So, und da haben die Polen nun wieder, finde ich, ohne Naturschutzprogramm, drei Gebrüder haben sich zusammengetan. Das war eine Moorniederung südlich Swinemünde, war mal sicher von großen Kühen aus deutscher Zeit besiedelt, dann aber nicht mehr. Es ist eine Schilfwildnis geworden, und sie mähen nun das Schilf.
haben sich da eine Technik entwickelt, aus Dänemark diese Ballonreifen importiert und dann haben sie eine eigene Schilferntemaschine konstruiert. Viele Menschen haben im Winter Arbeit und das sind Millionäre geworden. Sie liefern das Spitzenschilf für die dänischen Rieddächer, für die Niederländer, weil unser Schilf durch die Eutrophierung so dick ist und so schnell verrottet. Meine Frau stammt noch aus einem Kartenhaus mit Schilfdach. 80 Jahre hielt das früher, heute 20, 30 Jahre. Und dieses Schilf, das ist nun, Sie sehen, wie dünn das auf diesen Flächen wächst. Und ohne Naturschutzprogramme, dort sind die letzten Seggenrohrsänger, wer Orni ist, weiß, das ist so die rarste Art in unserem Europa. Im Osten sind sie jetzt ausgestorben, im Odertal, Polen, auf diesen Flächen werden eine Diplomarbeit vergeben. Dort lebt eben, weil es eben nährstoffarm ist, mesotroph und Nutzung bei Nässe. Und nun auch wieder Bilder der Hoffnung. Wir konnten dann bei der Deges erreichen, dass diese Autobahn A20, es war ja umstritten, aber es wurde gebaut und eine riesige Wiedervernässungswelle begann. Ein ganzes Bachtal, Flusstalmoor wurde wiedervernässt. Und es sollte eigentlich diese Holsteiner Kühe dort gehalten werden, aber die Natur meinte es gut und es kam so viel Wasser an, dass auf einmal die Niederung versumpfte und dann kamen die Weißflügelseeschwalben aus dem Osten, die Weißbartseeschwalben, die kleinen Sumpfhühner, die man 100 Jahre nicht mehr gesehen hatte und damit hatte der Naturschutz gesagt, das dürft ihr jetzt nicht wieder wegbringen und auf einmal ist jetzt eine Traumlandschaft entstanden und jetzt kommt der Wasserbüffel, eines meiner Lieblingstiere und ja, ich denke, eine Zukunftsoption. Hier ein privater Bauer hat gesehen, ja, die Kühe, die wir gezüchtet haben, taugen nicht, aber diese wenig bezüchteten oder gezüchteten Wasserbüffel und er erzeugt gute Milch für Mozzarella, gutes Fleisch und Sarah Wiener vermarktet das. Also der Kreislauf und die Vögel haben es gut und es sind auf einmal Objekte des, ja und nun hier, ja, das ist unteres Odertal, das war die Folie, die ich zeigte, Süßgräser, Überflutung, Flächenfilter, Torfspeicherung und ein Wasserbüffel schaut uns an. Die ersten Herden sind da, die ersten Auerochsen, Nachzüchtungen sind da und die ersten Elche, die auch dort leben. Und auf einmal leben in der Landschaft Nutzbarkeit, Schönheit, Vielfalt, alles das gehört zusammen und das haben wir vergessen. Nur noch Ausrichtung, Intensivierung, nur noch Nutzung, immer schneller, immer mehr, ja immer intensiver und das wären historische Kulturlandschaften, die Menschen anziehen, die Städte wollen und deshalb jetzt dieses ökologisch sensible Standorte der drängende Handlungsbedarf. Das ist die Botschaft auch an die Grüne Partei, die für mich ja Hoffnungsträger ist, dass wir es schaffen müssen, in diesem Deutschland Landschaftsschutzgebiete, es ist eine Kategorie des Bundesnaturschutzgesetzes, in diesen Landschaftsschutzgebieten, und das sind in der Regel die ökologisch sensiblen Standorte, das sind die Endmoränen, die noch die Vielfalt hatten, das sind diese Mittelgebirgs, dass wir dort in diesen Landschaftsschutzgebieten die Agrarindustrie nicht zulassen. Es ist schwer, haben es viel diskutiert, es muss, Klaus Töpfer meinte, hier muss Ordnungspolitik greifen. Diese Standorte dürfen ohne Not nicht weiter vernutzt werden. Die Zone 3 in Biosphärenreservaten, so die Empfehlung, da sollten wir anfangen. Das sind die Entwicklungszonen. Biosphärenreservate sind die Modellregionen weltweit. Wir helfen als Stiftung aktuell in 15 Ländern, diese Idee Mensch und Natur zusammengehend umzusetzen. Und deshalb Zone 3 und generell die vielen schönen Naturparke. Wir haben, ich glaube, 12 in Brandenburg, 9 in Mecklenburg. Diese Naturparke sind diese herausgehobenen Landschaften, wo jetzt auch die Agrarindustrie mit ihren ungeheuren Geldmengen, die alten LBG-Nachfolgebetriebe gehen zurzeit ein, weil die Söhne dieser neuen roten Barone eben ja irgendwann schon Banker geworden sind in Westdeutschland oder Juristen und keine Nachfolge. Und was passiert?
Es greifen Spekulierende nach diesen Flächen und machen dort Agrarindustrie. Das ist, was ich aktuell in Deutschland erlebe. Also Grenzertragsstandorte eben haben viele Funktionen und biologische Vielfalt. Es braucht nicht alles gelesen werden. Hier ansetzen, und das sind die Biosphärenreservate in Deutschland. Wenigstens, das könnte der erste Schritt sein, ich habe es mit Josef Göppel, unserem grünen Gewissen der Bayern, der CSU, intensiv bereden müssen, dass wir wenigstens in den Biosphärenreservaten eine Agrarindustrie ausschließen. Das muss doch bei einem international so herausgehobenen Modellprojekt Man and Biosphere, wir haben 600 auf unserer Erde in 180 Ländern, möglich sein. Das sind hier, und wir haben in diesen Biosphärenreservaten, die sehen die grünen Punkte, und dann kommen jetzt noch einige neue hinzu, eigentlich alle großen Landschaften vertreten, dass wir wenigstens dort den Dauermaisanbau und all diese Fehlentwicklung vermindern. So, und jetzt zum Schluss noch zwei Bilder. Ich freue mich, dass Thomas Beil hier ist, denn das ist die Greifswalder Agrarinitiative. Wir haben überlegt, wo kann man anfangen in dieser verrückten Welt? Und da kam uns die Idee, beim öffentlichen Land, wenigstens dort, öffentliches Land, was Gemeinden, was Städte, was Kirchen, was Universitäten haben. Und wir haben in dieser Universitäts- und Hansestadt Greifswald über 10.000 Hektar öffentliches Land. Und wir haben mit der Rektorin und dem Oberbürgermeister übrigens seit 14 Tagen ein grüner Oberbürgermeister gewählt von Linkspartei, Grünen und SPD und Freien Bürgern mit 17 Stimmen Mehrheit. So, und auf einmal jetzt hier in dieser Stadt Greifswald, Sie sehen ein Caspar-David-Friedrich-Bild, hier dieses öffentliche Land eben vernünftig zu bewirtschaften, mit Aufklärung, die Pächter im Prinzip die zu belohnen, die eben sozial und ökologisch produzieren. Das ist der Ansatz, und ich bin ganz stolz, wir haben es jetzt noch schnell heute reinkopiert, heute früh, die DBU, die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, hat eben gerade in der letzten Kuratoriumssitzung beschlossen, dieses Projekt zu fördern mit 500.000, sodass wir jetzt hier verschiedene junge, ja hoffnungsvolle Wissenschaftler einbauen können, die das Ganze moderieren, vorantreiben, ökologisch sensible Standorte ausgrenzen. Ja, und das sind die Flächen, wenn Sie sich vorstellen, alles was braun ist, das ist die Hansestadt Greifswald in der Mitte, und alles das ist öffentliches Land. Und da können wir anfangen. Und nun, als wir das mit dem Josef Göppel besprochen haben, da sagt er, die Kirche in Bayern hat noch viel mehr Land. Und da müssen wir anfangen. Und ich will Hoffnung geben, das ist mir wichtig. Es gibt zu viel Frustrierte und Verzweifelte. Das sind unsere Wasserbüffel. Wir hatten einen großen Bauernhof. Und mein Vater sagte im Sozialismus, Eigentum wird als Diebstahl behandelt, und wir haben dann alles verloren. Und jetzt als Stiftung haben wir 1000 Hektar, wo wir nach unseren Vorstellungen gestalten können. Und das ist unsere erste Wasserbüffelherde im Biosphärenreservat Schorfheide-Korin. Einige dieser wunderbaren Kühe haben gerade ihre Kälbchen jetzt gebracht, und sie leben in dieser Natur. Und das Nachbargut hat Sarah Wiener, die jetzt ja dort ein großes ökologisches Landwirtschaftsbetrieb übernommen hat. Und ich habe dann, ja, danke für die Aufmerksamkeit, aber wir hatten das Logo der Stiftung Erhalten und Haushalten, das kennen die Älteren noch, die die Stiftung kennen, und wir haben jetzt nach langem Nachdenken noch ein drittes Wort hinzugefügt: Erhalten, Haushalten, Innehalten. Eigentlich anhalten, aber das war zu gewagt. Das haben wir uns als Logo gegeben. Ich danke sehr für das Zuhören. Ja, jetzt bist du dran. Vielen Dank, lieber Michael Suko, für diesen wunderbaren Vortrag, für den auch so klug angelegten Vortrag, weil man zwischendurch ja wirklich sehr traurig werden wollte angesichts
Bilder, bei denen mir der Satz von Karl Amery eingefallen ist, der immer gesagt hat, unsere Wirtschaftsweise ist die eines Verbündeten der Wüste. Und genauso sahen diese leeren, weiten Äcker, auf denen sich kein Vogel mehr wohlfühlt, ja aus. Ganz herzlichen Dank dafür, dass es so viele Anstöße gab für Konstruktives. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf Steffi Lemke, die vielleicht zu beidem was sagen kann, sowohl wie man die Wüsten sozusagen auch politisch eindämmen oder verändern kann, als auch wie man den Alternativen und den Modellen für die Veränderung etwas Rückenwind verleihen kann. Bitte? Michael, hier ist Platz. Oder sollen wir uns gleich hochsetzen? Ja, setzen wir uns, genau. Wir setzen uns einfach gleich hoch, genau. Liebe Frau Lemke, Sie sind dran. So, welches geht dieses? Ja, dann vielen Dank, lieber Michael Succo, auch nochmal heute für deinen Vortrag. Guten Abend von meiner Seite, und ich glaube, das ist so viel besser, im Programm steht, ich soll jetzt 15 Minuten deinen Vortrag kommentieren. Sag, ich bin ja nicht wahnsinnig und versuche jetzt nach dieser wunderbaren Stunde, der man ja einfach sehr, sehr gerne und auch noch länger zuhört, das irgendwie eine Viertelstunde lang zu kommentieren. Die Rolle ist also undankbar, weil ich jetzt irgendwie versuchen soll, das in den politischen Diskurs zu überführen. Und das ist dann der weniger schöne und möglicherweise weniger spannende Teil des Abends. Aber nichtsdestotrotz, dafür bin ich heute eingeladen. Deshalb will ich das versuchen und vielleicht mit dem Übergeordneten nochmal anfangen. Michael, bevor ich zu eurem ganz konkreten Vorschlag mit den Bewirtschaftungsvorschriften in den Biosphärenreservaten. So habe ich das jetzt mal für mich auf eine Formel gebracht. Aber ich will, weil dieses Thema biologische Vielfalt, Barbara Unmüßig hat das ja auch in der Anmoderation gesagt, glaube ich, viele hier im Saal umtreibt. Und ich vermute, dass der eine oder die andere, genauso wie ich, im Leben schon öfters daran verzweifelt ist, warum es uns nicht gelingt, diesen Wahnsinn, den die Menschheit diesbezüglich betreibt, anders in den öffentlichen Diskurs und auch anders in den politischen Diskurs hineinzubekommen. Im Wissenschaftlichen ist, glaube ich, das meiste diesbezüglich geklärt. Ich bin im letzten Jahr und in diesem Jahr extrem aufmerksam geworden, als die Bundesregierung, also Bundesumweltministerin Barbara Hendricks, mehrfach in verschiedensten Analysen zur Lage der biologischen Vielfalt die schlimmsten Fazit ziehen musste, die man eigentlich für diesen Bereich nach vielen Jahren professionellen Naturschutzes, vielen Jahren, in denen auch viel Geld in Naturschutz investiert, ziehen musste. Zum einen, dass die Ziele der nationalen Biodiversitätsstrategie, also bis 2020 das Artensterben zu stoppen, dass diese Ziele in Deutschland und in Europa, es gibt das ja für beide Ebenen, definitiv verfehlt werden. Die Politik, in diesem Falle die Bundesumweltministerin, hat das in die nette Formel gepackt, ohne zusätzliche Anstrengungen nicht erreichbar. Dass zusätzliche Anstrengungen in den verbleibenden 4 Jahren nicht mehr unternommen werden, um dieses Ziel noch zu erreichen, ist jedem, der mit Politik vertraut ist, klar. Insbesondere jedem, der aktuell verfolgt, wie gerade die Düngemittelrichtlinie und das Düngegesetz novelliert werden. Also die Hauptverursacher oder Mitverursacher dieser ganzen Problematik. Und dort eben keine zusätzlichen Anstrengungen unternommen werden, um das Artensterben noch zu stoppen. Das ist erstmal ein ziemlich ernüchterndes Fazit. Dieses Ziel ist unter dem Umweltminister Sigmar Gabriel damals verabschiedet worden. Das heißt, Barbara Hendricks fällt jetzt als Umweltministerin, das hat sie nicht alleine zu verursachen, noch hinter Sigmar Gabriel, damaliger Umweltminister, zurück. Oder wenn die Zahlen, mit denen wir seitens der Bundesregierung konfrontiert werden, sind,
Ein Drittel der marinen Organismen in Nord- und Ostsee ist in ihrem Bestand gefährdet. Bei den Vögeln jede dritte Art schrumpft weiter. Also das, was du gerade sehr, sehr plastisch ausgeführt hast, in nüchterne Zahlen und Statistik überführt. 10% der Flussauen in unserem Land sind noch intakt. 10% der Flussauen. Das heißt, ob 90% zerstört oder beeinträchtigt sind, mag man lieber gar nicht detailliert an jeder Stelle erörtern. Und mehr als 2/3 der Lebensraumtypen sind in einem ungünstigen Erhaltungszustand. Also das sind die ganzen Indikatoren, die dann zu diesem Fazit führen, diese Ziele der nationalen und auch der europäischen Biodiversitätsstrategie werden nicht erreicht werden. Ich will es aber eigentlich auf eine noch andere Ebene heben, weil ich auch diese Verzweiflung, warum wir dieses Thema nicht anders angepackt bekommen, einfach weitergeben und teilen möchte, weil ich glaube, dass wir da in den nächsten 4 Jahren auch die Umweltschutzszene, die Naturschutzszene nochmal anders agieren muss. Wenn wir, und das ist meine Kernbotschaft eigentlich heute Abend, es schaffen wollen, deutlich zu machen, dass von den planetaren Grenzen, die bereits überschritten sind, also 4 planetare Grenzen, die gegenwärtig weit überschritten sind, die Klimakrise, das haben Sie alle in den letzten Tagen verfolgt, in Paris, ja erst eventuell ein Durchbruch, dann sind wir jetzt schon wieder auf den Rückzugsgefechten, was denn das nun heißt, Dekarbonisierung, Kohleausstieg bis 2050 oder vielleicht dann doch noch ein bisschen später. Also wir fangen jetzt bereits wieder an, in die Mühlen der politischen Ebenen überzutreten. Aber was ich viel wichtiger finde, die planetare Grenze Stickstoffeintrag ist viel, viel weiter über den Zenit schon. Und die planetare Grenze Artensterben ist nochmal um Dimensionen weiter fortgeschritten, ich sage mal in die Katastrophe hinein als die Klimakrise. Und das findet im öffentlichen Diskurs nicht statt, das findet im öffentlichen Bewusstsein nicht statt und das fängt jetzt möglicherweise an, im politischen Diskurs anzukommen, vorsichtig anzukommen. Also das, was wir bei der Klimakrise so vor 20 Jahren, 15 Jahren möglicherweise erreicht haben, schaffen wir jetzt eventuell beim Artensterben, obwohl die Dramatik dort eine viel, viel größere ist. Irreversible Prozesse haben wir in beiden Bereichen, sowohl bei der Klimakrise als auch beim Artensterben. Wann welche Bereiche möglicherweise kippen mit katastrophalen Auswirkungen für die Spezies Mensch, auch das hast du ja angesprochen, Michael Sukow, die Natur wird uns überleben. Die Frage ist, ob wir mit uns klarkommen. Und dieses wunderbar plastische Beispiel, wie man dann letztendlich Herzen und Köpfe gewinnen kann, wenn wir in der Bienenpopulation eine noch schlimmere Dramatik erreichen, Biene als wichtigstes landwirtschaftliches Nutztier global gesehen, dann haben wir ein Problem, das wir möglicherweise nicht mehr ohne weiteres in den Griff bekommen. Und das, wie gesagt, ist mein Hauptanliegen heute Abend, das Nachdenken darüber anzuregen, wie wir den öffentlichen und den politischen Diskurs zu diesem Thema anders führen können, wie wir eine andere Dynamik dort hineinbekommen. Die derzeitige reicht definitiv nicht aus. Ich glaube, wir sollten unbedingt einen Atlas des Artensterbens erstellen. Ich glaube, wir sprachen schon mal vor einigen Monaten über diese Idee, aber da wird die Böll-Stiftung ran müssen, glaube ich. Aber wir brauchen öffentliche Instrumente, um stärker darauf aufmerksam zu machen, was wir da gerade anrichten, weil ich befürchte, Michael, dass du nicht ausreichend viele Vorträge halten kannst, um es so wie heute Abend hier in die Welt hineinzutragen an die entsprechenden Stellen. Das ist das, was mein Kernanliegen oder mein Hauptkommentar ist und ich möchte 2 konkrete Dinge aus deinem Vortrag noch aufgreifen. Das ist, weil wir ja beide die DDR-Vergangenheit und auch die Agrarier-Vergangenheit in der DDR teilen, die Aussage, die du getroffen hast, Umwelt- und Naturzerstörung haben wir zu 60% exportiert. Du hast es ein bisschen anders ausgedrückt auf deiner ersten Folie. Wir haben das in die Länder Asiens, teilweise in die Länder Afrikas exportiert, was wir am Ende der DDR, glaube ich, ein Stück weit gehofft hatten, bekämpft zu haben, reduziert zu haben. Es ist zwar hier an manchen Stellen besser geworden, aber wir haben es in weiten Teilen exportiert. Das ist die nächste Problematik, weshalb eine nationale Strategie halt nicht ansatzweise ausreichen wird,
Und damit will ich enden. Das schöne Motto, was du für eure Stiftung formuliert hast, erhalten, haushalten und innehalten. Ich glaube, wir werden dieses Innehalten und ich glaube, wir werden dieses Anhalten nach vorne stellen müssen, weil ich glaube, dass wir es sonst nicht schaffen werden, aus diesem Wahnsinn auszusteigen. Ich könnte jetzt 2 Stunden erzählen, an welchen Baustellen wir versuchen, bezüglich der biologischen Vielfalt zu arbeiten. Man fängt bei der Vermeisung an, geht über die Palmölproduktion, die Regenwaldvernichtung, den Sojaanbau, die marinen Ökosysteme. Das wäre ein tagefüllendes Programm, wenn man auch nur alle Problemlagen aufzählen wollte, geschweige denn, dass man dann schon in der Lösungsdiskussion ist. Und deshalb werden wir, glaube ich, bei allen negativen Erfahrungen, die meine Partei insbesondere im letzten Wahlkampf mit so einem völlig harmlosen Instrument wie dem Veggie Day gemacht hat, wir werden über viel mehr reden müssen als über den Veggie Day. Wir werden tatsächlich über Innehalten und an verschiedenen Stellen anhalten reden müssen. Sonst kommen wir aus diesem Karussell nicht raus. Ja, vielen Dank, Steffi Lemke. Vielleicht nur ganz kurz noch zum Verfahren. Wir haben jetzt ungefähr noch eine halbe Stunde. Wir werden erst ein paar Fragen hier oben behandeln, danach können Sie fragen und danach, das habe ich gerade vergessen zu sagen, gibt es ein Glas Wein und eine Brezen oder auch ein Wasser, was immer Sie trinken mögen. Sie sind dann noch eingeladen, um untereinander ein bisschen zu diskutieren. Mir ist auch noch wichtig zu sagen, dass ich das ganz und gar nicht weniger spannend finde, was Sie gerade die Niederungen der Ebene als die Niederungen der Ebene bezeichnet haben, nämlich das politische, die politische Dimension dabei. Im Gegenteil, das ist mindestens genauso wichtig, denke ich, bei dem, was wir heute Abend gehört haben. Und ich würde ganz gerne am Anfang eine Frage stellen, weil Sie gerade den Zusammenhang ja auch zum Klimathema hergestellt haben. Und ich in letzter Zeit so ein bisschen den Eindruck habe, es gibt schon so eine Art Wettbewerb, was die größere Katastrophe ist. Ich höre ganz oft den Satz, das Klima ist ganz furchtbar, aber Biodiversität ist noch viel furchtbarer. Sind es nicht eigentlich die gleichen Wurzeln und Ursachen für beide Probleme? Und wäre das vielleicht auch ein Anknüpfungspunkt, wenn Sie sagen, wie können wir das anders vermitteln? Also sind das eigentlich getrennte Probleme oder ist es nicht, wie die Inderin Sunita Narain mal gesagt hat, der Klimawandel, die Summe aller Fehler, die aber außerdem auch Biodiversitätsverlust und auch alle anderen dramatischen Erscheinungen der Landschafts- und Naturzerstörung zur Folge haben? Also sind das eigentlich zwei Probleme? Das würde ich gerne als erstes Sie fragen. Natürlich sind es letztendlich zwei Seiten der gleichen Medaille, die aber auch noch problematisch miteinander verknüpft sind, weil unsere gegenwärtige Bekämpfung der Klimakrise teilweise Artenvielfalt vernichtet. Biogasanlagen, Vermeisung der Landschaft. Ich glaube, dass der Ausbau der Windkraft noch das kleinere Problem ist gegenüber dem, was wir mit der Vermeisung der Landschaft über die Biomasseproduktion beim Palmöl etc. erleben. Das heißt, da gibt es noch eine unselige Verknüpfung. Ich halte das für ein bewältigbares Problem. Man muss in Biogasanlagen keinen Intensivmais reintun. Man kann in Biogasanlagen auch andere Biomasse einbringen, die ökologisch und die nachhaltiger produziert worden ist. Aber der Fehler, der gemacht worden ist, war natürlich in den Gegenden, wo eh schon Überproduktion, Massentierhaltung stattfand, dann noch Biogas obendrauf zu tun und die ganze Spirale nochmal zu verschnellern. Wie gesagt, ich halte das für bewältigbare Probleme, aber wir halten uns momentan häufig daran auf. Und natürlich sind sie engstens miteinander verknüpft in der Entstehungsgeschichte. Ich höre aber in den Sphären, in denen ich arbeite, das Artensterben ist die noch viel größere Katastrophe, höre ich eigentlich nie. Wir reden wahnsinnig viel über die Klimakrise. Das Artensterben kommt dann auch mal vor. Und das ist, wie gesagt, im politischen Diskurs teilweise schon noch vorhanden, weil wir in den letzten Jahren über diese Bioindikatorenberichte sehr, sehr dramatische Zahlen gut zusammengefasst auf den Tisch bekommen haben. Aber wenn wir jetzt hier rausgehen und Straßeninterviews machen, dann werden Sie den Vergleich, dass das Artensterben viel dramatischer ist als die Klimakrise, nicht hören.
Ich will auch in diesen Wettbewerb nicht eintreten. Ich will nur deutlich machen, dass wir dort mindestens genauso stark und intensiv über internationale Abkommen jenseits von CBD, also auch welche mit einer öffentlichen Wirkung, damit die Lebensstilveränderung, die notwendig ist, rüberkommt, dass wir dort intensiver drüber reden. Das war mein Anliegen. Und deshalb spreche ich das mit den planetaren Grenzen an, weil das öffentlich aus meiner Sicht zu kurz kommt. Ich habe ja immer den Eindruck, dass das Artensterben die Leute sehr wohl bewegt, jedenfalls dann, wenn es irgendwelche tropischen Frösche sind oder Tiger sind oder gar die bezaubernden Koalabären. Das heißt, das Interessante an Michael Sukos Vortrag ist ja der Verlust der Artenvielfalt bei uns, die wir merkwürdigerweise viel weniger registrieren als die exotische. Woran liegt das eigentlich, Michael Suko? In anderen Gedanken, weil dort einiges mehr passiert wie hier. Also vielleicht doch, weil du ja auch Entwicklungszusammenarbeit ein Schwerpunkt der Böll-Stiftung ist. Also in Äthiopien zum Beispiel ist Deutschland angetreten, jetzt mit den neuen Ministern und Staatssekretären, eben Erhalt der ländlichen Räume als Arbeitsplatz. 85% der Äthiopier leben im ländlichen Raum. Diesen Menschen durch Großprojekte ihren Arbeitsplatz sie verelenden lassen in den Städten oder an den Grenzen, das ist begriffen, das kann nicht so weitergehen. Und deshalb der Schwerpunkt eben in diesen ländlichen Räumen mit einer sehr langen Kultur Landnutzungsgeschichte, 2.000-3.000 Jahre, Erhalt der Wälder im Mittelpunkt, aber Nutzung durch eben angepasste, durch Alternativen mit Weihrauch, mit Kardamom, alles das, was dort wächst, aber Erhalt der Wälder, dann Sesam in Agroforestry. Sesam ist im Augenblick sehr beliebt hier in unseren reichen Ländern. So, und da auf einmal große Projekte. Und da ist jetzt neu ein Zusammenspiel und diese Hoffnung ist nicht ganz deine Frage, aber wir haben heute Nachmittag diskutiert, ich komme noch her. So, und da ist jetzt etwas Neues. Ich hatte vorher immer in Konkurrenz mit WWF oder mit NABU oder den großen Umweltorganisationen zu tun, als kleine Stiftung. Das Geld war begrenzt und so weiter und wir waren meist die Unterlegenen für mich ist nicht mehr der Tiger oder dieses Flagship-Art entscheidend, sondern eben ein ganz anderer Ansatz. Eben in diesen ländlich geprägten Räumen diese Landnutzungskultur zu sichern, mit eben ja einer Weiterentwicklung in Äthiopien von der Sichel. Alles Getreide für 95 Millionen wird noch mit der Sichel gemäht. Da wäre eine Sense ein Fortschritt, aber nicht ein Harvester. Dann eben dieses Stickstoffpflanzen von diesen wunderbaren Akazien mit ihrer Stickstofflieferung um die ausgelaugten Böden. Dann eben der Laubwurf der Sykomoren, die den Boden bedecken. Und das auf einmal sind ganz einfache Methoden, werden aufgegriffen, dann die Hügel nicht mehr durch die Knaben, die Hirten beweiden lassen, sondern Eigendynamik, heiliger Berg, die Ältesten beschließen das, auf einmal entsteht eine Akaziensavanne, alle staunen und die Vögel bringen die Samen. So, diese ganz einfachen Dinge, und da ist für mich nicht mehr der große Umweltverband mit seinen Flagship-Arten, sondern da sind die großen sozialen Organisationen, die Welthungerhilfe, Brot für die Welt. Der Ansatz, wir als Ökologen haben da einen Platz, werden da nicht rausgedrängt, sie werden gebraucht. Und dann das Dritte, und das gibt mir im Augenblick die Hoffnung, dass junge, gut ausgebildete Kinder aus den Eliten, die sich verweigern, den Weg der Eltern, Gier nach Geld und dabei immer unglücklicher werden, nachzuvollziehen und die sagen, so, wir wollen ja Teil sein mit euch, mit der Welthungerhilfe, mit Ökologen
und wollen Beispiele für eine Entwicklung bringen, die nicht zerstörerisch ist. Und das ist für mich jetzt wieder ein Ansatz, ganz jung, gerade nach dieser Reise. Und das deutsche Entwicklungsministerium spielt mit. Es ist gerade jetzt eine neue Gruppe Biodiversität im Deutschen Haus GIZ in Äthiopien angesiedelt worden, gab es vorher nicht. Es ist der Schwerpunkt Erhalt der Wälder in Äthiopien. Auch die KfW ist dem verpflichtet. Und das alles sind, will ich Ihnen nur sagen, jetzt neue Ansätze, die auf einmal mit jungen Menschen aus Deutschland möglich werden. Das waren Utopien, die wir vor 20 Jahren hatten, und jetzt auf einmal ist manches davon Regierungspolitik. Das wollte ich hier sagen, um auch zu zeigen, es ist in manchen dieser Länder, und es gibt viele, ich könnte viele andere Beispiele auch noch bringen, manches möglich, nicht die Agrarindustrie, die hier freien Lauf hat, sondern Gegenmodelle. Und das wollte ich sagen. Aber ich jetzt, zu deiner Frage. Ich bleibe jetzt einfach mal hier, weil das natürlich auch spannend ist, obwohl ich leider noch mal Wasser in den Wein gießen möchte oder muss. Sowohl in Äthiopien als auch bei uns aus ganz unterschiedlichen Gründen, aber haben wir die Agrarindustrie, die sich eigentlich ja doch noch viel stärker ausbreitet als die kleinen Modelle, die jetzt hier beschrieben worden sind. Also in Äthiopien gibt es eine offensive Politik des Vermarktens von riesengroßen Landflächen an große Produzenten. Und wir haben es auch gerade gehört, auch hier in Ostdeutschland und anderen Regionen steigen eigentlich die riesengroßen Betriebe ein. Dazu würde ich gerne zwei Fragen stellen. Das eine ist, muss das eigentlich negativ sein oder gibt es auch Möglichkeiten, dass große Betriebe konstruktiv wirtschaften? Also ist es sozusagen ein Automatismus, dass das passiert, was wir hier gerade gesehen haben, nämlich nur Mais? Also wichtig, die Größe der Betriebe ist nicht das Entscheidende. Wir haben Graf von Bassewitz in Mecklenburg-Vorpommern über 2000 Hektar, zurückgekommen aus Südamerika, 45 enteignet, und er hat dort ein ganzheitliches ökologisches Unternehmen mit Tourismus, mit hochwertigen Produkten, war lange im Nachhaltigkeitsrat von Frau Merkel berufen, war aber dann verzweifelt und jetzt tun wir uns zusammen. Also nicht die Größe, sondern der Inhalt. Und wir haben deshalb jetzt auch bei dem Papier Masterplan Landwirtschaft, wo wir alle, also ist Mecklenburg etwas ganz Besonderes, die Koalition hat beschlossen, am Beginn ihrer Regierung einen Masterplan für die Zukunft der Landwirtschaft zu entwickeln, und der ist gerade fertig geworden, und da war auch die Frage der Größe der Betriebe, und wir haben jetzt uns auch als Stiftung da positioniert, nicht die Größe ist entscheidend, sondern was ist der Inhalt. Ökodorf Bordowin, auch 1200 Hektar, 70 Arbeitskräfte und so weiter. Das zu der Frage der Größe. Ja. Sehen Sie das auch so, Frau Lemke? Ja, ich habe das immer vertreten, bin dafür auch schon viel verprügelt worden. Aber ich kenne keinen Nachweis, dass per se ein kleiner Betrieb besser ist als ein großer, sondern es kommt auf die Frage der Bewirtschaftungsrichtlinien an, die ein solcher Betrieb für sich selber hat. Und natürlich auch auf die Frage des Betriebsleiters. Es hat viel mit Personen zu tun, insbesondere wenn wir dann auch über Tierhaltung reden, wenn wir über den Umgang mit Tieren reden. Ich glaube, in der Tierhaltung gibt es schon irgendwann Grenzen, wo das kippt. Ja, man kann zumindest auf einer begrenzten Fläche nicht unbegrenzt viele Tiere ökologisch halten. Das ist unmöglich. Aber das Ausschlaggebende sind die Bewirtschaftungsrichtlinien und sind die Personen und die Art und Weise, wie sie Landwirtschaft betreiben wollen. Aber vielleicht noch mal strategisch auf dieses Beispiel von Michael Sogo oder das Wasser im Wein reagiert. Ich glaube, wir können und sollten unbedingt beides machen. Den Ansatz, den ihr verfolgt, das heißt Positivbeispiele zu schaffen, sei das hier in Deutschland, sei das in Polen oder sei das in Äthiopien, die auch wirklich Mut machen. Ich glaube, wir brauchen das, die auch Modellprojektcharakter in vielen Fällen haben, die hoffentlich zur Nachahmung anregen.
Und wir brauchen aber auch, ich sag mal, die politische Ebene, die jenseits von einzelnen Gebieten versucht, vor allem Landwirtschaft, das ist ja heute ein bisschen unser Kernthema, zu regulieren. Oder ich sag mal, Ressourcenverbrauch, Ressourcenvernichtung zu regulieren. Auch das werden wir brauchen. Und ich glaube, wir werden sowohl über das Ordnungsrecht reden, das ist ja der Ansatz, den du an meinen CSU-Kollegen schon herangetragen hast und über den wir auch sprachen, den ich teile und wo wir gerne schauen wollen, wie man das auch auf der Bundesebene, auf der politischen Ebene dort unterstützen kann, so etwas hinzubekommen. Ich bin da durchaus Fan von. Ich habe meine Diplomarbeit über die Domäne Wörlitz und die Vorwerke dort geschrieben und habe in den Unterlagen aus dem 18. Jahrhundert gelesen, was für irre detaillierte Bewirtschaftungsvorschriften damals der Adel den Pächtern gemacht hat. Also es war im Detail ausgeführt, was man darf und was man nicht darf. Dahin wollen wir nicht zurück. Aber vorzuschreiben auf öffentlich bewirtschafteten Flächen, keine Naturvernichtung zu betreiben, das sollte möglich sein und das sollte auch für Schutzgebiete möglich sein. Ich halte die Kirche, die ja kein öffentliches Land hat, für einen der wichtigsten Partner, weil sie so ein großer Landbesitzer ist. Die kann man gewinnen an manchen Stellen, das sollte man unbedingt versuchen. Aber wir werden daneben trotzdem eine vernünftige Düngegesetzgebung brauchen. Im Moment nicht in Sicht. Das wird noch 4 oder 5 Jahre dauern bis zur nächsten Novelle, glaube ich. Und letzter Punkt, ich glaube, wir werden mit dem sogenannten Midterm-Review, das heißt, wenn angefangen wird, neu über die Ausrichtung der EU-Agrarpolitik zu verhandeln zwischen den Mitgliedstaaten, das wird in den nächsten Monaten bereits losgehen in den Vorgesprächen, in der Strategiebildung und wird sich dann über mehrere Jahre hinziehen, bis tatsächlich der neue Beschluss abgeschlossen sein wird, wie das aussieht. Wir werden dort einen anderen Kampf führen müssen, nicht die Produktion von Agrargütern zu honorieren mit öffentlichen Geldern, mit Steuergeldern, sondern viel, viel stärker die öffentlichen Leistungen, sprich Hochwasserschutz, Bodenschutz, Humuserhalt und Aufbau, öffentliche Aufgabe bisher kaum im Fokus irgendwie und natürlich dann auch den ganz klassischen Naturschutz. Und ich glaube, das wird eine gewaltige Schlacht werden. Und wenn wir die bei der nächsten Novelle der EU-Agrarförderung nicht hinbekommen, dann würde ich pessimistischer rausgehen, als ich heute Abend den Saal verlasse. Drücke ich es mal so aus. Vielleicht 2 Nachfragen dazu. Das eine, Deutschland hat ja ein Verfahren, ein europäisches Verfahren am Hals, sag ich mal, wegen der Stickstoffüberschüsse. Das heißt, die Düngemittelrichtlinie ist eigentlich überfällig seit Jahren. In Entwicklungsländern nennt man sowas, glaube ich, Good Bad Governance, schlechte Regierungsführung. Wie kann das eigentlich sein, dass das hingenommen wird? Ja, hingenommen wird es nicht. Also es gibt permanenten parlamentarischen Druck. Wir haben das im Moment quasi jede Woche im Umweltausschuss, wann die Regierung jetzt endlich gedenkt, das Düngegesetz vorzulegen. Angeblich soll es morgen im Kabinett beschlossen werden. Das war die Aussage von vor 14 Tagen. Ich gehe nicht davon, das Düngegesetz, das muss vor der Verordnung verabschiedet werden. Ich gehe nicht davon aus, dass es morgen das Kabinett passiert und die Düngeverordnung ist jetzt quasi in einem Spiel auf Zeit mindestens in die nächste Anbauperiode in der Novellierung hinein verschoben worden. Also ich gehe nicht davon aus, dass vor dem Frühjahr eine novellierte Düngeverordnung vorliegt. Aber selbst wenn die vorliegt, alles, was gegenwärtig im Verhandlungsstadium ist, reicht nicht aus, um die diffusen Stoffeinträge naturverträglich zu reduzieren. Und wir reden halt auch über lange Zeiträume. Wir haben eine Anreicherung von Nitrat in den Grundwasserleitern teilweise, die oder auch eine Sättigung der gesamten Agrarlandschaft mit Nitrat und das Phosphatproblem, das auch nicht von heute auf morgen verschwinden wird. Das kommt dazu und deshalb hätte dort wesentlich energischer vorangegangen werden müssen. Das wird aus meiner Sicht das große Naturschutzversagen der Großen Koalition in dieser Legislaturperiode bleiben. Und das werden nicht nur Oppositionsabgeordnete sagen, sondern das sehen auch viele Koalitionsabgeordnete so. Noch eine Nachfrage zu dem, was Sie gesagt haben, zur europäischen Agrarreform, die ja in der Tat der Schlüssel ist zu den Richtlinien, die Bauern sozusagen gestreng auszuüben haben, wogegen sie sich immer wehren, Sie haben es gerade gesagt. Aber die Reform ist ja noch nicht so lange her und es gab sozusagen
große Pläne am Anfang, auch das zu tun, was Sie gerade gesagt haben, nämlich ökologische Regeln, also die Subventionen an ökologische Regeln zu binden. Und davon ist dann so viel übrig geblieben in dem Prozess. Was ist da falsch gemacht worden? Fehlt da ein europäischer Zusammenschluss, ein größerer europäischer Zusammenschluss? Wie kann man für die nächste Runde daraus lernen, aus Ihrer Sicht? Oder auch aus mit der Analyse dieser Frage habe ich mich ehrlich gesagt bisher nicht eingehend beschäftigt, weil ich halt in genau dieser Zeit auch in einem völlig anderen Job sozusagen tätig war. Sie erwähnten das vorhin, als politische Geschäftsführerin war ich mit der Ebene nicht direkt befasst. Ich würde mal formulieren, dass man aufgrund des großen Problemdrucks einfach wahnsinnige Hoffnung in dieses sogenannte Greening, das war der Prozess, die Subvention ökologischer zu gestalten, gesetzt hat und schlichtweg von Umweltschutz- und Naturschutzseite nicht hart genug hingeguckt hat und nicht rechtzeitig gesagt hat, das ist alles Hokuspokus. Und das wirklich auch als Hokuspokus zu entlarven. Deshalb bin ich im Moment ein bisschen auf der Skeptikerseite, was das Pariser Klimaabkommen anbetrifft. Ich hoffe, wir stellen nicht in 10 Jahren fest, dass es Hokuspokus gewesen ist. Ja, also an den Stellen härter nachzuhalten, was die konkrete Umsetzung in nationale Gesetzgebung, in Minderungsziele, in Auflagen für bestimmte Wirtschaftszweige anbetrifft, das ist eine Aufgabe, die an der Stelle irgendwie nicht funktioniert hat. Ich habe gegenwärtig zumindest das Fazit, dass das Greening gescheitert ist, dass es in der Form nicht funktioniert hat. Das heißt nicht, dass Agrarumweltmaßnahmen generell nicht funktionieren. Wir hatten welche, die funktioniert haben, aber es findet zu wenig Kontrolle statt. Wir haben parallel die gesamte Naturschutzverwaltung flächendeckend ausgedünnt durch die großartige schwarze Null, ja, also den Einsparfetisch, den viele neoliberale Haushälter vor sich hergetragen haben, wie eine Monstranz, hat dazu geführt, dass wir häufig mit der Kontrolle, mit dem Vollzug vor Ort überhaupt nicht mehr nachkommen. Und das Problem ist, dass diese sogenannte gute fachliche Praxis, also ne, die Bauern wirtschaften ja eigentlich alle ökologisch, weil sie die gute fachliche Praxis einhalten, dass die nicht tatsächlich kontrollierbar und auch nicht sanktionierbar ist. Und das kennt jetzt jeder von sich oder von seinen Kindern. An manchen Stellen geht es ohne mindestens Kontrolle nicht. Ja, oder eine kleine Strafe kann auch mal... Nee, da bin ich im Erziehungsmodus anders. Das hat auch funktioniert bei meinem Sohn. Aber ich sag mal, Grenzen setzen ist vielleicht der bessere Begriff, wenn ich jetzt schon diese Parallele zur Kindererziehung, ich nehme das zurück, lieber aufgemacht habe. Aber Grenzen setzen ist ein Begriff, der vielleicht für beides trägt. Trotzdem finde ich die Scheu des Politikers vor dem Ordnungsrecht doch immer wieder erstaunlich. Ich habe die nicht. Genau. Nur bei den Kindern habe ich sie. Da funktioniert es anders besser. Noch ganz schön. Also ich denke, es ist wirklich der falsche Ansatz, dem Landwirt die Schuldzuweisung geben. Er handelt, wo er eben nach den Möglichkeiten, um seinen Betrieb zu erhalten. Und die Rahmenbedingungen sind eben katastrophal, indem eben ja die Fläche finanziert wird, wie viel Hektar hat er, so viel Zuwendung kriegt er. Und das ist eben diese subventionierte Unvernunft, die einfach nicht mehr hinzunehmen ist. Es kann nicht sein, ich habe es oft gesagt, wir als Steuerzahler subventionieren etwas, was wir dreimal bezahlen. Wir bezahlen diese Subventionierung pro Hektar 400 oder 500 Euro im Jahr einfach dafür, dass er einen Hektar Ackerfläche hat. Und je größer, Sie können sich vorstellen, da kommen Millionenbeträge. So, wir bezahlen zum Zweiten die sozialen Verwerfungen des ländlichen Raumes, hier gerade im Osten, die Arbeitslosen, die Hartz-IV-Empfänger, die übrig bleiben, weil auf 100 Hektar noch vielleicht zwei oder drei Leute gebraucht werden, nicht mehr. Und die braunen Schatten über der Landschaft sind auch eine Folge. Und zum Dritten, das sind natürlich die ganzen ökologischen Folgen, dass zum Teil Niedersachsen, das dritte Grundwasserstockwerk, jetzt schon angegriffen ist, belastet ist, die ökologischen Folgen. Und dass das sich eine so kluge Gesellschaft noch immer leistet, diese subventionierte Unvernunft, das, denke ich, muss jetzt langsam Schluss sein. Wer etwas Gutes tut, wer unter seinem Acker ein trinkfähiges Grundwasser erzeugt, wer seinen Humus vermehrt,
Wer am Himmel die Feldlerche singen lässt, der soll belohnt werden, aber nicht der den Boden verbirgt. Nach der Reform ist vor der Reform. Also anfangen wahrscheinlich jetzt schon, das vorzubereiten. Aber ich hätte jetzt eine Endlosliste von Fragen, sehe aber in Ihren Gesichtern, dass Sie auch welche haben. Wer mag als Erster? Und ich schicke einmal hier vorne und dann dort die große Bitte voran. Sie alle haben schon unter Co-Referenten furchtbar gelitten. Machen Sie es bitte kurz. Stellen Sie sich kurz vor, sagen, wen Sie befragen wollen. Mein Name ist Frank Wende, ich komme aus Berlin-Spandau und ich möchte gerne wissen, ob das nun wirklich noch Sinn bringt, den Mais oder Genmais für die Benzinproduktion herzustellen aus Mais und eben aus Rapsöl. Auch das für Kraftstoffe zu verwenden, ob das überhaupt sinnvoll ist, ob man nicht da auch Einhalt gehen muss, um die Natur zu erhalten. Ja, vielleicht sammeln wir, genau. Da hinten war noch eine Frage. Ja, Gunnar Demuth, Tierarzt. Herr Succo, Ihre Stiftung arbeitet auch mit öffentlichem Land. Und das Thema heißt die Zukunft unserer Agrarlandschaft. Nun haben Sie kleine Ausschnitte gebracht, die mir durchaus Hoffnung machen. Was mir überhaupt keine Hoffnung macht, ist, dass so die Landnutzung ja nicht aussieht wie bei Ihnen. Die Landnutzung in Deutschland ist überwiegend privat. Grund und Boden ist Privateigentum. Meine Frage an Sie: Wäre das eine Option, schlicht und ergreifend mal darüber nachzudenken, wie privat darf Grund und Boden sein, dass man ihn so bewirtschaften darf, wie es heute passiert? Ich weiß, selbst bei den Grünen darf ich diese Frage nicht stellen. Martin Häusling hat mich zur Schnecke gemacht, als ich ihm die Frage stellte. Der sagte dann, die Grünen kommen an den Pranger und dann heißt es, die Grünen wollen die Bauern enteignen. Ich denke, man sollte trotzdem darüber nachdenken dürfen. Vielen Dank für die Frage. Hier vorne war jetzt Frau Unmüßig zuerst. Ja, ich würde noch mal gerne, es hat mich natürlich gelockt, zur Größe. Ist es egal, wie groß ein Betrieb ist? Selbstverständlich hängt es davon ab, ob auf dem Betrieb agrarökologisch oder nach bestimmten Grundsätzen produziert wird. Nur möchte ich auf zwei Sachverhalte hinweisen. Wir haben es in der Mehrheit der Länder des globalen Südens mit unglaublich ungerechten Landbesitzverhältnissen zu tun. Und da geht es für mich maßgeblich darum, wenn wir Gerechtigkeit mit Ökologie verknüpfen wollen, dass wir auch über die Bodenverteilung reden. Ja, weil Machtkonzentration in den Händen weniger und andere sind bodenlos, sage ich jetzt mal. Das ist ein großes Thema und von daher ist für mich definitiv wichtig, eben auch die Gerechtigkeitsfrage zu verknüpfen, mit wem gehört wie viel und wer, und dann natürlich, was wird darauf bewirtschaftet. Klein heißt nicht gleich besser, aber wir müssen im Sinne von Gerechtigkeitsfragen darüber nachdenken. Die zweite bezieht sich, nehmen wir mal Mecklenburg-Vorpommern. Das ist jetzt das Bundesland mit der größten Landkonzentration in der Bundesrepublik, mit Höfen über 1500 Hektar, und die Zahlen, die uns vorliegen, und das Problem, das ich höre, ist, dass Land so teuer geworden ist, dass es eben sich kleinere Ökobauern, die ökologisch, agrarökologisch anbauen wollen, sich gar nicht mehr die Landkäufe leisten können, weil über die Großkäufe, also durch die Verteuerung des Landes, das nur noch Großgrundbesitzer sich leisten können. Das ist also auch ein Verteilungsthema und ein Thema, das man aus meiner Sicht regulieren müsste. Ja, sowohl im globalen Süden durch Landverteilung und so wie auch bei uns. Und da kann man ja mal vielleicht drüber nachdenken, ob es höchst Hektar bräuchte. Man muss nicht gleich enteignen vielleicht, aber man kann ja über Höchstgrenzen mal wieder Grenzen nachdenken.
Genau, ich denke, wir machen eine Antwortrunde. Also die Frage war ja im Grunde, selbst wenn man auch als Großer positiv wirtschaften kann, sollte man nicht die Kleineren, die ja womöglich auch kreativ sind und Vielfalt finden wir immer gut, verdrängen können. Frau Lemke, wollen Sie vielleicht anfangen und einfach zu allem was sagen, wo Ihnen was einfällt? Ja, ich versuche es kurz zu machen, aber wir sind jetzt bei den ganz großen Rädern angekommen, ne? Besitzverhältnisse. Ganz kurz, ja natürlich, wir müssen den Mais substituieren. Ich hatte das vorhin schon gesagt, wir können mit dem intensiven Maisanbau, sei es für die Tierindustrie oder sei es für die Biogasanlagen in der Form nicht weitermachen. Das heißt nicht nur in Abhängigkeit von Biomasseproduktion oder Agrosprit, sondern generell die Hauptprobleme existieren nach wie vor über die Tierhaltung, über das dort angebaute Tierfutter. Das finde ich eine sehr spannende Frage, wie wir das übers Ordnungsrecht geregelt bekommen. Weil das kriegen wir zumindest kurzfristig nicht über Subventionszahlungen hin. Davon ist das nicht abhängig. Das ist auch bei Biogas nicht mehr der ausschlaggebende Faktor. Dort wird keine zusätzliche Förderung mehr stattfinden. Das ist überall erkannt. Aber selbst wenn wir beim gegenwärtigen Stand blieben, wäre das viel zu viel. Da werden wir übers Ordnungsrecht rankommen. Da habe ich nur noch keinen tatsächlich umsetzbaren Vorschlag gehört. Das mag aber auch möglicherweise an mir liegen. Zu der Frage mit dem Privateigentum, ich finde immer erstmal, man kann alle Fragen überall stellen. Ich würde in der Tat nicht dafür plädieren, dass die Grünen ins nächste Bundestagswahlprogramm Enteignung des Agrarlandes für die öffentliche Hand hineinschreiben sollten. Dann sagen alle, bitte gebt uns den Veggie Day. Der, so ungefähr. Das Wahlergebnis wäre absehbar. Ich hoffe, dass sich das wenige hier im Raum wünschen würden. Aber es gibt durchaus Diskussionen, von denen ich finde, dass wir sie befördern sollten. Und das heißt, was darf man mit Privateigentum an Grund und Boden eigentlich anstellen? Wie viel Naturzerstörung, zu welchem Preis wollen wir eigentlich noch weiter tolerieren? Und ich nehme wahr, dass insbesondere die Diskussion über den Allmende-Gedanken da auch gerade bei vielen jungen Leuten eine regelrechte Begeisterung entfacht. Und ich finde es notwendig, dass wir uns überhaupt erstmal wieder bewusst machen, dass da oben dieses Blaue und dass das Wasser im Fluss und der Wald, dass es uns allen gehört, auch wenn es temporär jemand besitzt. Ja, aber Besitz ist nochmal was anderes, als mit den Dingen anstellen zu dürfen, was man will. Und die Diskussion führen wir Grüne. Wir haben jetzt in der Tat das nicht über eine Frage von Bodenreform debattiert, aber diese Diskussion halte ich für sinnvoll und notwendig. Ich möchte bloß nicht wieder so im Regen stehen, wie ich das mit dem Veggie Day im Bundestagswahlkampf stand. Ja, von allen Großen, die das Problem des Fleischkonsums erkannt haben, großen Umweltverbänden, bis hin zu den Entwicklungshilfeorganisationen, das hat viel mit Entwicklungshilfe zu tun, standen wir da lonely. Und das war nicht schön. Das ist dann, glaube ich, auch eine gesellschaftliche Aufgabe, nicht wegzuducken, wenn nicht nur Wind, sondern Sturm von vorne kommt. Da habe ich trotzdem kritisch mal nachfragen. Ja. Sie standen so schnell lonely. Also ich habe am Tag danach, als der große Sturm losgebrochen ist, gelesen, dass ich glaube 80% oder 90% der Bevölkerung vegetarische Ernährung in der Kantine befürworten. Also einfach mal die Frage, ob die Grünen da nicht zu schnell manchmal auch sagen, oh, kriegen wir nicht durch, statt mal durchzuargumentieren eine Zeit lang. Wäre jetzt auch noch mal ein abendfüllendes Programm, den Bundestagswahlprogramms, den Bundestagswahlkampf zu beleuchten. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Wir sind von der Forderung während des Wahlkampfes ja nicht abgerückt. Wir haben das bis zum Ende des Wahlkampfes beibehalten. Wir haben bloß darauf hingewiesen, dass auch Menschen wie Ilse Aigner, ihres Zeichens damals Landwirtschaftsministerin, einen solchen Veggie Day gefordert haben. Das heißt, wir haben versucht, Bündnispartner gegen ihren Willen zu umarmen. Hat nicht funktioniert, weil Kai Diekmann via Bild-Zeitung es geschafft hat, ich mache das jetzt ganz populistisch, dem deutschen Mann mitten in der Grillsaison zu suggerieren, die Grünen kommen und holen das Steak vom Grill. Ja? Und gegen solche Erzählungen sind wir mit unseren Kommunikationsmitteln, aber ich weiß nicht, das hat vielleicht 0,3% an Bewegung in unserem Wahlprofil ausgemacht. Ja? Wir hatten andere Probleme in diesem Wahlkampf, die haben mit dem Veggie Day nur einfach eine Verstärkung erfahren. Das war das Fatale daran, weil ein Bild, das eh über uns gezeichnet wurde, weitergezeichnet wurde. Interessanterweise war aber die Ursache, dass wir in diesem Wahlkampf einen völlig anderen Gegenwind als 2009 gehabt haben, schon wiederum die Machtfrage.
Es war klar, dass wir, wenn wir in eine Bundesregierung gehen würden, bei der Frage Ausstieg aus den Fossilen und Weiterführung der Entwicklung der Erneuerbaren mit wirklich harten Bandagen angetreten wären. Deshalb wurden auch die Sondierungsgespräche mit der CDU beendet. Ja, ich will nur sagen, an der Stelle war nichts mit Wegducken. Ich war dagegen, dass wir das später in einem Parteitagsbeschluss relativieren mit dem Veggie-Day. Ich habe das für falsch gehalten. Ich sage, man muss für so eine Forderung kämpfen, nur klüger, als wir das manchmal gemacht haben. Zu der Bodenfrage, Groß-Klein, Barbara, ist was anderes als die Frage, die Michael und ich vorhin beantwortet haben, ob an der Groß-Klein-Frage das ökologische Bewirtschaften per se hängt. Wo ich sage, bei Tierhaltung hat es viel damit zu tun. Klammer auf, wir schaffen gerade wegen der Kleinbetriebe die Anbindehaltung von Milchkühen erst verzögert ab. Ja, das ist für die Tiere so ziemlich das Schlimmste, wenn sie in Anbindehaltung auch nur einen Teil des Jahres gehalten werden. Das machen wir nicht wegen der großen Betriebe. Darauf wollten wir, glaube ich, vorhin nur hinweisen. Ansonsten hast du natürlich mit der Machtkonzentration recht. Ist ein Riesenproblem, auch in Deutschland. Allerdings eine der Vorboten vom Ende des derzeitigen Kapitalismusmodells, dass du auf dein Geld keine Zinsen mehr bekommst, ist gegenwärtig der Katalysator für diese Entwicklung, weil es eine Flucht vom Kapitalmarkt in diese sogenannten festen Werte gegeben hat, was diese Spirale auf eine Art und Weise angeheizt hat, wo ich bisher nicht gefunden habe, wie wir das mit Ordnungsrecht bekämpfen können. Ich glaube auch nicht, dass die Obergrenze das Problem wäre. Da bin ich mir sicher, dass diejenigen, die Boden kaufen und verpachten, so kreativ sind, dass sie sich Gesellschaftermodelle ausdenken, um an der Stelle Ordnungsrecht zu umgehen. Da habe ich diesbezüglich auch in der Landwirtschaft schon zu viel erlebt. Da brauchen wir noch intelligentere Konzepte. Aber es gab ja den Vorschlag, zum Beispiel die Subventionen an eine Obergrenze zu koppeln. Halten Sie das für sinnvoll in der europäischen Agrarreform? Ich glaube, dass wir nicht über Obergrenzen reden sollten, sondern dass es Geld nur noch für öffentliche Leistungen geben soll. Ja, nicht mehr für Großgrundbesitz, drücke ich es mal auch wieder etwas platter aus, sondern dass die Leistung entlohnt werden soll. Und dann können wir darüber diskutieren, ob wir bei einem, der 2000 Hektar ökologisch bewirtschaftet, für diese ökologische Leistung irgendwann kappen wollen. Und bei einem, der weniger ökologische Leistung erbringt, trotzdem dann vielleicht genauso viel zahlen. Das finde ich, wird dann eine Teilaspektdiskussion. Ich will dahin, dass wir erstmal sagen, nicht mehr die Ackerfläche wird subventioniert oder die Produktion von was auch immer wird subventioniert, sondern die ökologische Leistung. Dann ist das andere eine Sekundärdebatte. Ja, viele Fragen. Kurze Antworten. Ja, kurze Antworten. Also, es hat ja die BVVG, Bodenverwertungsgesellschaft, ein Riesenflächenpotenzial gehabt, was eben verkauft wurde, wer das meiste bot. So, wir haben dann, ich habe es heute Nachmittag schon in einem kleinen Kreis besprochen, mit einem kleinen Gespräch, Hannes, du warst dabei, mit unserem Ministerpräsidenten in MV, mit dem Agrarminister, eine wunderbare Idee entwickelt. Die Westdeutschen, die Altbundesländer interessiert es nicht, da gibt es ja keine Verkäufe. Aber dass die ostdeutschen 5 Bundesländer sich zusammentun und sagen, dieses Verscherbeln des letzten verfügbaren Landes, dem Maisbietenden, wollen wir nicht weiter ertragen. So, es war so vor etwa einem Jahr, da hatte Mecklenburg noch 90.000 Hektar und die anderen Länder auch. So, und ob er es glaubt oder nicht, das Ergebnis ist dieses Vorstoßes von Mecklenburg, Vorpommern, die ostdeutschen Bundesländer sich einig sind, nur denen das Land zu geben von der BVVG, die Kriterien einer Bewirtschaftung sozial und ökologisch. Wie viele Arbeitskräfte, was sind die Inhalte? Und da dachten wir, das würde Mehrheiten kriegen. Und es ist gescheitert. Die Situation ist, dass nur 2 Bundesländer sich dafür, neue Bundesländer entschieden haben, ja, das wollen wir so machen, das Land kriegt das Geld, kriegt die Fläche und verteilt dann entsprechend diesen sozialökologischen. Als erstes hat sich das Land Sachsen, über das ich mich sowieso sehr wundere, verweigert und sagte, nein, das gibt's nicht.
Als zweites das einmal so fortschrittliche, hoffnungsvolle Brandenburg. Und als drittes, für mich noch erschütternde, das nun rot-rot regierte Thüringen, weil die Agrarministerin aus Landwirtin ist und aus der Vergangenheit eben sagte, nein, das können wir unseren Genossen Nachfolger LBG nicht zumuten. Ergebnis ist nur ein konservativ regiertes Sachsen-Anhalt mit dem Umweltagrarminister Eigens und Mecklenburg-Vorpommern. Die beiden blieben, aber hatten dann keine Mehrheit, sodass dieser letzte Versuch, das Land der BVVG denen zu geben, die dort leben und es beackern, was eigentlich vernünftig wäre, das ist gescheitert. Und das lässt einen verzweifeln. Das hätte nicht sein dürfen, aber ist die Wirklichkeit. Noch zu der anderen Frage, das bewegt ja nicht Junge, sondern ich denke immer mehr Menschen in der Welt, Erhalt der Allmende. Das ist in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit inzwischen auch begriffen werden, eben diese Commons nicht zu privatisieren. Äthiopien, wieder um das Beispiel zu bringen, alles Land gehört dem Staat. Es wird dann verpachtet an die kleinen Farmer, aber nicht 5 Jahre, sondern in der Regel für die Generation des Wirtschaftens. Und das ist, ich denke, nicht ganz verkehrt. Sie können sich entfalten und die Kinder können dann wieder neu. Also dieses Land, was hier in Deutschland jetzt meist bietend verscherbelt wird, ist eine wirklich für mich ganz schlimme Entwicklung. Ich habe es oft gesagt, es wird in vielleicht 20 Jahren die Frage der Bodenreform wieder gestellt. Warum muss Deutschland diesen Weg gehen, diesen Spekulierenden, diese unser Gemeingut, unsere Lebensgrundlage praktisch zu schenken. Ich lasse die Frage einfach mal so stehen, obwohl man da stundenlang drüber reden könnte. Wir machen noch eine kleine Fragerunde, wenn Sie einverstanden sind, obwohl unsere Zeit eigentlich schon um ist. Aber da hinten war noch eine Frage und irgendwo genau dort noch. 2 Fragen machen wir noch. Ja, guten Abend, Ulrike Bickel. Ich habe vor 11 Jahren zu Sojaanbau in Brasilien meine Masterarbeit geschrieben in Agrarwissenschaften. Und mich wundert, dass heute Abend so wenig die Pestizidfrage thematisiert wurde. Sie haben kurz gesagt, dass vor allem durch den DDT-Einsatz auch die Vögel ausgestorben sind. Mir hat das jetzt explizit mit heutigen Bezug gefehlt. Genau in diesem Raum war vor 2 Wochen eben eine Veranstaltung zur Wiederzulassung von Glyphosat. Und man kann gar nicht überbewerten, wie wichtig diese Frage ist, auch als Präzedenzfall über die EU hinaus. Also es geht darum, ob Glyphosat für 10 weitere Jahre in der EU zugelassen wird. Einfach weil es auch in Ländern, aus denen Deutschland und die EU importieren, vor allem eben Südamerika, Sojaanbau, massiv eingesetzt wird. Und ich erinnere halt nur daran, dass es in einem anderen parallel gelagerten Fall bis vor 11 Jahren ein Moratorium in der EU gab auf den Import genveränderter Futtermittel. Das hat vor allem eben Soja betroffen. Und als in der EU das Moratorium gefallen ist für den Import genveränderter Futtermittel, dann hat sofort Brasilien den Anbau genveränderten Sojas freigegeben. Und im Umkehrschluss ist eben diese Glyphosat-Wiederzulassung so wichtig, weil das auch Auswirkungen aus einer globalen Perspektive haben kann auf all die Länder, wo Glyphosat auch eingesetzt wird. Und zum Teil im Rahmen auch dieser ganzen Public-Private Partnerships, die jetzt unter dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung auch in Äthiopien und 10 weiteren afrikanischen Ländern umgesetzt wird, mit BASF und Bayer und wie sie alle heißen. Gut, also das Stichwort waren Pestizide und noch die Frage von Ihnen, bitte. Genau. Das Mikro kommt. Ja, okay. Ja, Hartmut Kretschmer, Landesumweltamt Brandenburg. Ich wollte gern, Michel und Frau Lemke, dass Sie vielleicht noch was sagen. Ein wesentliches Argument kommt immer von den Landwirten, auch von den Agrarministerien. Wir können ja gar nicht auf ökologischen Landbau umstellen, weil wir damit die Ernährung der Bevölkerung nicht sichern. Wir wissen heute, dass es anders ist. Vielleicht sagen Sie dazu noch mal was. Was ganz, ganz wichtiges Argument, mit dem die Bevölkerung immer wieder eingeschüchtert wird, dass wir eben weiterhin Glyphosat und Neonicotinoide und was nicht alles brauchen. Und es stimmt nicht mehr. Sagen Sie bitte dazu noch was.
Gut, dann machen wir es so, dass diesmal Michael Sukow anfangen darf. Gut, dann würde ich schnell, also dieses Soja-Problem, ich war jetzt mehrfach in Südamerika, Argentinien quer durch bis Chile. Ich habe riesige Räume, einst Pampa, Indianer, die dort eine Sammler, Jäger waren mit großer Tierfülle. Es ist alles nur noch Soja, die Menschen vergiftet. Und dann riesige Containerschiffe aus China, die auf dem Paraguay-Uruguay-Fluss einen halben Kilometer lang diese Sojamassen dann nach China und so weiter bringen. Und wenn man das gesehen hat und diese Zerstörung und dann diese hoffnungsvollen Ansätze von Chris und Douglas Tompkins, leider, ihr habt es alle gehört, vor wenigen Tagen tragisch umgekommen, erste ökologische Farmen ganzheitlich mit den indigenen letzten Resten aufzubauen, um etwas gegenzuhalten. Und nun dieser Mann, oder das ist jetzt zu Ende vielleicht, das macht mich, also da war ich ganz verzweifelt, will nur sagen, was dort in Südamerika oder ja in Brasilien passiert, ist unverantwortlich und das ist als Normalität gesehen und das hat Folgen für die ganze Welt. Das ganze Thema Pestizide, Fungizide und so weiter würde, ich habe es anfangs drin gehabt in einer Folie, rausgenommen, weil ich denke, diese Diskussion ist in Deutschland sehr intensiv und durch die großen Attack und so weiter auch, und wir haben ja wohl alle hoffentlich unterschrieben, wenn da jeden Tag wieder ein Aufruf erfolgt. Da ist viel Bewegung drin und das zeigt eben, dass Massen eben doch eine Gewalt darstellen. Ich will das Thema nicht klein halten und nicht verdrängen, aber mir ging es jetzt um die ökologisch sensiblen Standorte, da Handlungen und Alternativen zu zeigen. Und das war jener, Ob der ökologische Landbau tatsächlich so viel weniger ertragreich ist, das war gut, aber ich denke, Hartmut, dass die Otto-Studien, die vielen Untersuchungen haben nun immer wieder gezeigt, dass das wirklich eine Scheinfrage ist. Und ich denke, in diesem Kreis, auch Ihr Zuhören und Ihre Diskussion, ich denke, hier müssen wir nicht noch aufklären und sagen, dass es der einzig zukunftsfähige Weg ist, den die Menschheit gehen kann, dieses Teilsein, sich einordnen in dieses ökologisch gebaute Haus. Und alles das, was wir jetzt mit der Agrarindustrie machen, diese Logik des Verdrängungswettbewerbs, die ja erst die Kleinen, dann die Mittleren, jetzt kriegt der Bauernverband in Teilen Angst, weil sie auch inzwischen Opfer werden. Und das ist auf einmal eine neue Qualität, dass wir als Agraropposition jetzt zum Gespräch vom Bauernverband in Mecklenburg eingeladen werden. Das sind auf einmal jetzt neue Zeichen, dass diese Logik des Verdrängungswettbewerbs jetzt immer mehr erreicht und die, die dachten, sie sind die Sieger, eben auch angreift. Und da löst sich dann doch manches. Sogar die KTG Agrar hat sich kritisch über die Pachtpreise geäußert. Also dann scheint es in der Tat... Im Prinzip fließen unsere Steuermittel über die Brüsseler Agrarsubvention direkt an die Verpächter, an die Großgrundbesitzer, die wir haben, unter anderem an die Kirche, um den Kreis nochmal zu schließen. Ich will nichts wiederholen, was Michael Sukow gesagt hat. Bei mir war das der gleiche Grund mit Pestiziden oder Neonicotinoiden. Wir werden aber im Rahmen der Grünen Woche zum einen eine große Konferenz dazu nochmal haben, also eine Podiumsdiskussion. Und wen das interessiert, am 15.01. voraussichtlich in der Kernzeit des Deutschen Bundestages dazu einen Antrag diskutieren. Müsste 9 Uhr bei Phoenix hoffentlich übertragen werden, wenn die Planung so bleibt. Also da sind wir gerade dran. Und Glyphosat ist ja, glaube ich, auch verfolgt worden. Wir waren im Umweltausschuss ein Fachgespräch Mitte Januar haben zu Pestiziden und Insekten. Also da, wie Michael Sukow beschrieben hat, läuft im Moment einiges. Deshalb haben wir es wahrscheinlich beide in der Form nicht erwähnt.
Zum ökologischen Landbau hast du im Prinzip auch alles gesagt. Ich glaube, wir müssen deutlich machen, dass das nicht mit unserer derzeitigen Ernährungsweise funktionieren wird. Also wir kommen wieder in den heiklen Bereich des Lebensstils hinein. Auch die Verbindung zum Agrosprit, wo wird gerade gegenwärtig der Teller durch den Tank ersetzt. Deshalb hatte ich vorhin Palmöl angesprochen. Also wir kommen immer in alle Bereiche rein. Das war vorhin meine Beschreibung. Wenn wir es umfassend diskutieren wollen, brauchen wir 2 Tage. Weil irgendwie dann doch alles mit Landwirtschaft zusammenhängt. Aber die Mehrheit der Menschen in Städten lebt. Das ist, glaube ich, das ganz große Problem, dass die meisten von uns allen die Verbindung, die Michael Succo hier so wunderbar beschrieben hat, diese Geschichte, diese Beziehung noch zum Land, weil die meisten von uns die verloren haben und deswegen so unendlich wenig wissen und deswegen so wenig wissen, wie unser Konsum zu tun hat mit dem, was in der Landnutzung passiert. Und deswegen vielleicht auch zu wenig fordern, dass noch viel mehr kreativ auch gedacht wird. Also so das Bild vom Ökolandbau ist ja vielleicht auch noch ein bisschen zu eng. Vielleicht lässt sich ja auch alles wunderbar verbinden, der Naturschutz. Ich fand dieses Beispiel mit den Binsen sehr schön oder wie auch das Moor eben für Energiepflanzen genutzt werden kann. Wie können wir eigentlich Vielfalt schaffen, bei der das dann trotzdem alles zusammengeht? Das gebe ich Ihnen jetzt allen mit. Egal, ob Sie Mineralwasser oder Weißwein trinken, zu Ihr Gespräch hinein. Und danke Ihnen ganz, ganz herzlich fürs Zuhören, für Ihre Fragen und natürlich ganz besonders Steffi Lemke dafür, dass sie sich in der Tat vor Weihnachten im Großtrubel die Zeit genommen hat und natürlich noch mehr, weil er auch noch länger geredet hat, Michael Succo für seinen wunderbaren Vortrag. Einen schönen Abend wünsche ich noch. Applaus